Herzlich willkommen zurück zur Summoners in League. Und im Scoreboard steht schon, dass ESG 2:0 gewonnen hat. Das ist Bart's Prediction gewesen. Ja, wir wollen natürlich drauf schauen, ob das Wirklichkeit wird. Denn SK Gaming hat sich letzte Woche gegen die Unicorns of Love in der Sexy Edition sehr gut gezeigt. Mit einem 2:0 sind sie in Führung gegangen. Und Ad Hoc Gaming musste dann gegen ESG ran. Und das war ein 1:1, nicht wahr? Ja. Und somit ist ESG ausnahmsweise mal nicht nach dem ersten Spieltag schon erster Platz, sondern es waren Mausports und SK Gaming. Und ob das jetzt sich verändert oder ob SK Gaming jetzt sogar in weitere Führung gehen kann und die Pole Position erstmal für sich ergattern kann, das werden wir natürlich jetzt nach den nächsten beiden Spielen sehen. Vielleicht nochmal abschließend, wir haben gerade die beiden Spieler gehört, Don Arts und den guten Lexelot. Glaubst du, dass sich da jetzt bei den Unicorns noch was tun wird in den nächsten Wochen? Was ist denn quasi ihre Hoffnung? Innerhalb der Liga glaube ich nicht so viel. Ich würde halt unbedingt am Champion Pool des Toplaners arbeiten. Mhm. Also wir haben es ja eben nochmal von Don Arts gehört. Das Klett ist halt der Bann, den sie ziehen müssen. Denn das ist halt ein Free-Win so ein bisschen über die Top-Lane. Ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch und drastisch formuliert, aber eigentlich ist es so. Und das ist, nimmt ihnen, glaube ich, extrem viel Freiheiten weg. Also da würde ich gerne sehen, dass man einfach mal ein bisschen den Champion Pool auch erweitert. Denn ab einem gewissen Level muss man auch in der Lage sein, bestimmte Champions zumindest solide zu performen. Da muss man halt auch ein bisschen mit der Meta mitgehen. Denn ja, es ist so, es gibt halt Champions, die sind nicht ganz perfekt ausbalanciert und da muss man die halt auch mal ein bisschen ausnutzen oder muss sie halt bannen. Aber es kann halt nicht sein, dass du alle bannen musst. Der Gegner denkt sich, ja gut, wenn du sie nicht alle bannst, dann nehme ich sie halt einfach. Ist immer ein essentieller Nachteil und da müssen sie auf jeden Fall dran arbeiten. Ja, wir werden das natürlich beobachten und in den nächsten Wochen schauen, ob die Unicorns of Love auch mal mit einem 2:0 rausgehen können oder ob sie sich da im Keller so ein bisschen festfahren. Aktuell, wie gesagt, mit 0:4 sieht es ein bisschen düster aus. Wir haben ja auch nicht allzu viele Spieltage in der Summoners in League, was gleichzeitig auch nochmal dagegen spricht. Aber gleichzeitig wünschen wir ihnen natürlich, dass sie nochmal einen Step-Up bekommen. Gleichzeitig sehen wir jetzt, wie gesagt, ein kleines Rematch, denn bei dem Premier Tour Finale in Bern haben SK Gaming und die Jungs von ESG sich auch getroffen. Im Best of 5 ist es dann 3:1 ausgegangen, nachdem SK Gaming das erste Spiel gewonnen hatte. Heute also eine kleine Revenge-Möglichkeit. Wie wird das ausgehen? Ich muss auch sagen, dass SK in der kompletten Series gar nicht so schlecht ausgesehen hat gegen ESG. Sie haben halt immer das Early teilweise sogar sehr hart dominieren können und irgendwann kam halt wieder dieser Punkt, Mist, wir haben Fehler gemacht, ESG schlägt zu, punishen den Fehler, kommen zurück und jetzt dominieren sie halt das Game, weil ihre Late-Game-Teamfights halt einfach insane gut koordiniert sind und sie halt meistens auch die Kombos dafür picken. Oder sie haben halt irgendeinen Split-Pusher noch mit drin und lassen Vent eher auf der Top-Lane dort ein bisschen arbeiten. Und das gilt es zu vermeiden. Also SK, ich glaube, da braucht man gar nicht so viele Tipps geben, so sollen sie es machen, so sollen sie es machen, sondern die sollen halt einfach ihren bisherigen Spielstil verfolgen und sollen dann einfach, goddamn, nicht diesen Fehler machen, wo sie halt am Nasher throwen, wo sie halt auf einmal einen Teamfight, der ihnen nichts bringt, suchen und dadurch das Game nochmal wegschmeißen. Und dann haben sie eigentlich ganz gute Karten, hier auch ein ESG in die Knie zu zwingen. Ja, die große Schwäche von ESG ist ja das Early Game, das haben wir schon mehrmals festgestellt, dass da und hier kleine Koordinationsschwächen vorhanden sind. Inwiefern kann SK Gaming das ausnutzen? Ich muss sogar sagen, das hat sich so ein bisschen verlagert seit den European Masters. Von den European Masters hätte ich gesagt, jo, Early, definitiv. Hat sich ein bisschen gebessert. Ich würde immer noch nicht sagen, dass es halt ein brutal stark ist. Letzte Woche in der Syndic, hättest du sehen müssen, war nicht, also es war nichts gegen ESG, bevor jetzt hier wieder die Hooligans kommen, nichts gegen ESG, aber das war anfangs nicht ganz clean, was sie gemacht haben. Es ist natürlich auch kein brutal starkes Early, klar, davon können wir auch reden. Sie haben sehr oft sichere Lanes dabei, sie picken halt sehr, sehr oft auch passiv, was man natürlich ausnutzen kann und das wird auch das sein, wo SK halt ansetzen wird. Und das fängt halt bei einem Jungler an, der dominant ist. Ich meine, wir kennen Agurin alle, er ist halt sehr lange sehr untätig im Jungle unterwegs, was vollkommen okay ist. Das soll jetzt kein Flame oder so sein. Wie wir uns beide immer so ein bisschen beschützen wollen, ne? Hier soll ich jetzt kein Flame sein? Ja, ESG, muss ja aufpassen, was Mensch, du sagst. Da muss man aufpassen, was man sagt, ne? Wenn man steht hier gleich vor der Tür, entspannter, und dann geht's los. Ja, es ist halt wirklich so. Ja. Ne, das ist, wenn er, der stand letztes Mal vor meiner Haustür, ich mach die Tür auf, oder so. Sagst du nicht, dann mach ich so, nein, sorry. Ja, was der No Way gesagt hat, und das ist ja das, was ich hier auch aufgreifen möchte, ein bisschen Competition wäre mal nice, ne, um ihn mal zu zitieren. Hat sich da jetzt ein bisschen was getan? Gefühlt schon, aber es können natürlich auch immer so einzelne Ausrutscher-Games sein. Ne? Auch da, also ESG sind ja auch bloß Menschen. So, auch da hast du halt mal einen besseren Tag, mal einen schlechteren Tag. Dann kommt noch dazu, dass du dich auch mal ein bisschen weiterentwickeln möchtest. Man hat halt auch zwischen den Seasons gesehen, dass halt so ein paar Champions mit ausprobiert wurden. Zillian zum Beispiel auf AD-Carry-Position, was auch sehr interessant war. Darfst du auch nicht vergessen, dass sie ja kaum Pause hatten zwischen allen Ligen, ne, mit den European Masters und allem, was dazwischen lag, dann noch ESL, die gespielt werden muss, Sin League, Pipapo, alles ineinander übergreifend. Das laucht natürlich, laucht. Schlaucht. 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 Es laucht aus, wollte ich sagen.
Schlaucht auch aus. Ja, es saugt sie leer innerlich. Und das zerrt, glaube ich, auch ganz schön an der Essenz. Und das führt halt wiederum, das merkt man ja auch aktuell so ein bisschen. Also sie schreiben ja immer wieder, ja, wir haben hier so ein bisschen Team-Meeting und unterhalten uns, wo ist das Problem? Und dann ist man halt ein bisschen angespannter und die Teamatmosphäre ist nicht mehr ganz so angenehm. Schwierig, kann man auch sagen. Schwierig. Aber ob das heute schwierig wird, werden wir gleich sehen. In wenigen Augenblicken springen wir rein in die erste Pick-and-Run-Phase. Dann haben wir SK Gaming, die natürlich auch gewisse Stärken bewiesen haben. Was sind denn die Stärken von SK Gaming? Ich glaube, sie haben halt einfach dieses junge Blut noch mit drin. Das Problem ist, wenn du halt Spieler hast, die langsam alt werden, nichts gegen ESG, die alten Hasen. Ja, die haben sie ja selber gesagt. Ja, also wenn du langsam älter wirst, habe ich das Gefühl, und das beobachtet man bei sehr vielen Spielern, und du halt in so einer man kann schon was Pro-Szene eigentlich sagen bei der Syndics. Sagen wir mal Semi-Pro-Szene noch. Ne? Ich würde auch ESL mittlerweile schon als Pro-Szene bezeichnen, aber ist ja alles noch dahingestellt. Ne? LCS liegt natürlich nochmal einen ganzen Batzen drüber. Wenn du älter wirst, habe ich das Gefühl, wirst du immer zurückhaltender und immer passiver. Du hast halt nicht mehr diesen Ansporn, halt eine Lane gewinnen zu wollen. Das hat man teilweise auch bei den Worlds jetzt, finde ich, bei einigen Teams gemerkt. Kuru war auch so ein ganz gutes Beispiel, der eigentlich ein sehr versierter, saustarker Midlaner ist. Froggen war damals auch ein gutes Beispiel. Und je länger sie halt in einer gewissen Liga spielen, desto defensiver und zurückhaltender werden sie. Und ich habe immer das Gefühl, irgendwann geht es ihnen nicht mehr darum, die Lane nicht zu gewinnen, sondern einfach nur noch nicht zu verlieren. Und das kann halt nicht der Antrieb sein, um ein Game zu spielen. Schwierig, schwierig, ja. Bei SK, da haben wir ja gerade angesetzt quasi, da hast du halt diese ganzen neuen kleinen Hüpfer, die halt alle noch super Elan haben, die halt alle super motiviert sind. Was halt in so einer Situation echt gut sein kann. Klar, dann passieren hier mal diese lapidaren Fehler, ne, weil du halt ein bisschen übermütig wirst, aber trotzdem ist es, denke ich, eine gute Sache. Ja, gleichzeitig hat man natürlich auch, du hast gerade angesprochen, bei SK Gaming ja diese ganzen jungen Leute, aber man hat ja auch mit dem Coach einen ziemlich erfahrenen mit dabei. Ist das auch noch was gut mit reinspielt? Weil ich kann mir vorstellen, ich meine, gerade SK haben wir Scarface, wir haben Frenic, die schon ewig zusammenspielen gefühlt. Also ich glaube, die haben noch nie in getrennten Teams. Sind beide auch in der Türkei zusammengespielt? Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, da war Scarface alleine, ne? Ich glaube ja. Aber seit Attex spielen die ja fast alles zusammen. Ja. Ich glaube, seit Attex sind sie immer in einem Team. Und auch heute, und sie gehen rein, oder wir gehen rein in die Pick-and-Run-Phase, meine Damen und Herren. Und wir sind sehr gespannt, ob ESG sich heute wieder beweisen wird oder ob die Jungs von SK Gaming sagen, Junge, lass mich mal gewinnen. Ja, und heute werden wir vor allen Dingen auch sehen, ob DOS dann wirklich bei der Premier Tour der springende Grund war, dass er gefehlt hat und sie nicht gewinnen konnten. Das ist richtig, denn er ist heute wieder da. Auch am letzten Spieltag wurde er noch von Hungry Panda quasi hier in der Summoners End League ersetzt. Und man hat mit einem 2-0 gegen die Unicorns of Love in der Sexy Edition ein 2-0 holen können. Bart. Okay, Kalle. Wir sollten damit aufhören. Ja, Bart muss jetzt reden. Ja, okay, ich rede jetzt einfach. Was wir sehen ist, natürlich hier der Esteradban gegen ESG, genauso wie Kha'Zix, die sind dann inzwischen Standard geworden. Sehen, ja, ist eine recht kleine Neuerung. Ich meine, gehört natürlich auch zum Champion Pool, den haben wir schon häufiger mal gesehen, aber normalerweise sehen wir da eher noch sowas wie einen Six oder einen Ezreal zum Beispiel. Auf jeden Fall ESG mit dem First Pick Victor. Den haben wir eben ja sehr erfolgreich auf der Top-Lane gesehen. Und in dem Fall ist es sogar noch ein Flex-Pick, denn auch Noway hat früher ganz gerne mal Victor gespielt. Eine Zeit lang war er nicht ganz so überzeugt von dem Champion. Mittlerweile hat er sich, glaube ich, wieder so ein bisschen damit angefreundet. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ESG hier sehr, sehr speziell macht, was diesen Victor-Pick angeht. Ezreal und Akali auf Seiten von SK, die damit natürlich nicht nur starke Champions bekommen, sondern vor allen Dingen auch nochmal welche von ESG wegnehmen. Akali ist auf Venter ein sehr starker Pick gewesen und Brücki, Ezreal. Die beiden sind natürlich ein Paar, was man nie vergessen wird. Ja, Agurin, sein zweiter Champion, mit Kha'Zix gebannt ist halt fast immer Jarvan. Den Champion Pool kann man wirklich an zwei Fingern abzählen. Mit Elise vielleicht an zweieinhalb Fingern, wie man auch immer möchte. Irelia noch offen geblieben, also da bin ich gespannt, ob man hier direkt versucht, den Flex aufzulösen oder ob man ihn jetzt einfach mal stehen lässt und die Irelia damit auch offen lässt. Denn Akali, Irelia auf einer gegnerischen Seite zu haben, ist für Carries, glaube ich, schwer zu kontrollieren. Also ESG geht hier schon gewisse Risiken ein. Ja, entscheiden sich jetzt ja auch erstmal für den Alistar Pick. Das würde sogar bedeuten, dass jetzt Irelia open wäre und SK Gaming sich dafür entscheiden kann. ESG hat es ja auch in Bern gezeigt, dass es funktioniert, mit Irelia und Akali im gleichen Team zu spielen. Und mal sehen. Nee, warte mal, oder? Vertausche ich das. Haben wir auch auf den Worlds gesehen. Ja, Worlds, genau, das war das. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, weil ich glaube, Venter war der Einzige, der Akali und Irelia gespielt hatte. Und ja. Ich glaube nicht, dass sie es gleichzeitig gespielt haben. Dass er beide Champions gleichzeitig gezogen hat. Ja, das könnte er auch machen. Ne? Wäre natürlich insane. Na, was man jetzt aber pickt, ist der Xin, der natürlich wieder einen recht aggressiven Jungler darstellt, mit der Möglichkeit der Agurins, aggressive Jungle-Methoden zu matchen und halt dementsprechend halt auch früh aktiv zu werden.
Die Frage, was man jetzt bannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch mal ein paar Bans gegen Brookie sehen. Vielleicht den Six zum Beispiel. Jin wäre noch der AD-Carry gewesen, den er normalerweise auch spielt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie halt auf den Astral-Bann geht. Ach nee, Astral haben sie selber gepickt. Ja, deswegen. Okay. Dann ist ja super fein für sie. Kaiser zum Beispiel hat Brookie beim Boostcamp gespielt. Da recht erfolgreich, ist aber trotzdem nicht einer der Champions, die normalerweise. Warte mal, das war ganz schön close. Hey, hey. Die haben gegen uns nicht gut ausgesehen, wollte ich muss mal sagen. Allerdings, Spin hat gegen das Deathmatch gewonnen. Du hast gespielt, ne? Ja. Ja, ja, kein Wunder. So, also, Rakan wird gebannt und Six, das hätte jetzt noch gefehlt, am Ende wird auch noch rausgenommen. Das bedeutet aber sogar, dass Kaiser open wäre. Ja, aber wie schon gesagt, also Kaiser Alistair ist auch eine sehr gute Combo. Ich denke, darauf hat ESG schon so ein klein wenig abgezielt, dass wenn hier Six und Jin gebannt werden, man halt die Kaiser pickt. Aber es ist halt jetzt nicht so ein Comfort-Champ, ne, für Brücki, wie halt eben die anderen Carries für die Botlane, die alle rausgenommen wurden. Weil er hat auch mal Heimerdinger zwischendrin gespielt. Wollte ich ihm das mal in den Raum werfen? Ja, das stimmt sogar. Vielleicht kommt der Dongalonga jetzt hier auch durch. Der Dongalonga? Ja. Was ist das denn? Kennst du es nicht? Ich kenne Razor Donga, ist aber Dongalonga? Ja, Heimerdonga. Aber Longa? Ja. Ja, natürlich. Mein Donga ist Longa. Muss los. Ezreal Braum. Super Kombo für die Botlane. Haben wir auf jeden Fall schon häufig genug gesehen. Insofern ist halt auch ein Pick, der gegen Alistar ganz gut funktioniert. Hat halt selbst sehr viel CC und wenn er irgendwie engaged wird, kann man sich da trotzdem gut zur Wehr setzen. Und jetzt ESG mit der Offenbarung, wo wird Viktor hingehen und wer wird auf der Botlane die Carry-Position besetzen? Tja, sie haben halt nicht den Last Pick, da müssen sie jetzt durch. In der nächsten Runde wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, aber hier gibt es jetzt keine andere Möglichkeit, als die Karten auf den Tisch zu packen. Es führt einen Vega. Ha? Da muss ich sagen, bin ich ein großer Fan von. Ich mag Vega sehr gerne und ich denke auch, dass er aktuell competitive gar nicht so schwach ist, weil er halt wenig gepickt wird, aber auch mit diesem Freeze-Build funktioniert er schon ziemlich gut. Sein Scaling ist halt, endlos. Er kann halt beliebig stark werden. Und auch gegen diese Team-Comp. Funktioniert er vor allen Dingen gegen Akali Mitte auch ganz gut. Ist jetzt, ich würde nicht sagen, ein Hardcounter. Also du musst halt sehr, sehr gut mit dem Stun arbeiten, weil alle Dashes von Akali oder alle Fähigkeiten von Akali als Gapcloser sind halt Dashes und du kannst sie halt mit dem E unterbrechen und du musst verdammt gutes Timing dafür haben. Sivir, Brücki auf Sivir. Also das Scaling von ESG ist insane gut. Aber Brücki auf Sivir. Das kann man festhalten. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich witzig, weil Sivir, ob Brücki jetzt auf Sivir der Beste ist, sei mal dahingestellt, aber Sivir ist für Viktor natürlich nochmal ein insaner Powerfaktor und auch für Vega, weil die Ultimate beide schneller macht, beide sind von Natur aus sehr immobil, können aber durch gute Repositionierung halt viel an Impact mit reinbringen. Und jetzt sehen wir halt so den Konflikt des Ganzen. Uiuiui. Vor allem, ihr seht jetzt genau das, was ihr vorhin angekündigt habt. Auf der einen Seite Jungblut, na, die wollen böllern, die wollen rein, haben halt sehr viel Early- und Snowball-Potenzial. Und auf der anderen Seite hast du ESG, die halt wieder ein wunderbares Scaling besitzen, aber dafür halt auch verdammt lang brauchen. Auf der einen Seite hast du junge Leute, die böllern wollen, auf der anderen Seite hast du ESG. Das hast du gerade sehr schön gesagt. Ja, aber jetzt sind beide Teams komplett und wir sehen mal ein Set, das finde ich ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Source Perfect, auch ein gefürchteter Set-Spieler, muss man schon fast sagen. Wurde auch in letzter Zeit oft gegen ihn gebannt. Da muss man jetzt auch mal gucken, wie man damit klarkommt. Vega hat natürlich seinen Stun, aber das sollte für Set, wenn man ihn richtig spielt, kein großes. Also wenn sie dafür nicht für einen Lane-Swap geben, dann sind die Matchups halt ziemlich schwer, glaube ich, für sie zu spielen. Ja. Gut, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt nochmal eine kurze Pause. Ja, geht nochmal PB, holt euch nochmal einen Kaffee. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, das Spiel. Vielleicht aber auch nicht. ESG im ersten Match gegen SK Gaming am zweiten Spieltag der Summoners End League.
So, Leute, jetzt sind wir wieder. Na, ihr seht uns ganz kurz, weil wir noch warten müssen, bis das Spiel neu startet. Und dann sind wir auch wieder ready für SK gegen ESG. Und die Teamkampf von SK, die sieht schon ziemlich einschüchternd aus, muss ich sagen. Die hat sehr viel Potenzial zu snowballen und damit auch sehr viel Potenzial, dass ESG das Game hier aus der Hand gleitet. Sie haben natürlich wunderbares Scaling und sie müssen einfach nur wieder durchhalten. Ob sie das schaffen, werden wir jetzt sehen. Wir gehen auch direkt ins Game. Und da ist es, das erste Spiel der zweiten Begegnung heute, ESG gegen SK Gaming. Und ich passe das Overlay einmal an. So, jetzt sind die Seiten auch richtig. Ja, also da muss man wirklich sagen, bei SK, das kommt, die ist halt aggressiv hoch 100.000. Was halt Botlane mit Ezreal und Braum auf jeden Fall eine sehr gute, auch synergierende Kombo, die du auch gut aggressiv ausspielen kannst. Du hast in der Mitte halt einen Hard-Counter für Vega, also dieses Matchup ist für Vega überhaupt nicht einfach zu spielen. Unter der Voraussetzung, dass er auch kein Exhaust mitnehmen kann, wird das halt auch auf der Sidelane später zu einer Qual werden. Und auch auf der Toplane hast du halt mit Viktor ein sehr angreifbares Matchup. Viktor kann im 1 gegen 1 gegen Akali aufgrund der fehlenden Reichweite von Akali das sehr, sehr gut spielen. Wenn es zu Gank-Situationen kommt, wird es schwierig. Und auch wenn wir da halt an ein späteres Split-Push-Szenario mit Zed denken, wird Viktor ohne Exhaust halt tierische Probleme bekommen. Vor allen Dingen, weil, wie von Kalle vorhin angesprochen, Soss natürlich auch ein Spieler ist, der mit einem Zed sehr viel anfangen kann. Kleiner Assassin. Main normalerweise. Und es wird schon wieder fleißig gepinkt hier. Man wird Agorin auf jeden Fall unterstützen. Und er ist jetzt hier ein wirklich wichtiger Faktor, weil von ihm hängt es ab, wie ESG das Early- und Midgame übersteht. Wenn er da ein paar Ganks durchbringen kann und seien es auch nur gute Counter-Ganks, dann bekommt man auch diese Zeit, um halt zu scalen, um halt die Items zu erreichen. Das sind halt Pokes, musst du als Vega immer vorsichtig sein. Er versucht hier natürlich mit Autotext auch noch gegen zu traden. Die Slows kommen da auf den Autotext auch immer ganz gut, um Zed halt später kiten zu können. Aber jedes Mal ab Level 2, 3, wenn der Shadow da ist von Zed, kannst du als Vega halt schlecht in die Trades reingehen. Und das wird halt auch später ein Problem werden. Denn Vega versucht ja normalerweise auch in Gang-Situationen und dann 2 gegen 2, 3 gegen 3 Skirmishes mit seinem Stunfeld zu arbeiten, wo aber den Zed den Schatten halt einfach durchfloppen kann. Du kannst ihn damit halt nicht effektiv stunnen. Es gibt eine Möglichkeit. Du musst halt dein Stunfeld aufbewahren, bis Zed dich ultet und du kannst auf sein Ult quasi perfekt das Stunfeld setzen. Auch das ist nicht einfach, aber das ist deine einzige Möglichkeit, eine Ult-Situation von Zed zu überleben, solange er noch keinen Stundenblatt hat. Da spricht der kleine Vega Main. Oh ja. Eis. Hast du auch beim Boostcamp gespielt, ne? Nö. Doch einmal haben wir dich, glaube ich, mit dem Champion gesehen. Nö. Oder war es Johnny, der dich nachgemacht hat und dir... Ich glaube, weder Johnny noch ich haben Vega gespielt. Echt? Wir haben Vega auf jeden Fall im Boostcamp gesehen. Aber war es von euren Gegnern einfach? Er wurde gebannt gegen mich, das ja. Ja? Oh, ich hab war so, als hätten wir den Champion einmal gesehen. Naja, wie auch immer, hier sehen wir ihn auf jeden Fall. Diesmal von No Way. Mal gucken, wer sich damit behaupten kann. Ist auch kein Champion, den wir von ihm sehr häufig sehen, muss ich sagen. Aber er hat natürlich eine Menge Potenzial. Lane, Agorin und da ist der erste Gank. Knockup kommt nicht ganz durch. Mit einem Knockup wäre das hier wahrscheinlich schon der Kill gewesen. So kriegt man nicht mal den Flash von Scarface, der in diesem Spiel auch mal wieder einen aggressiveren Pick gewählt hat. Schade, der hätte überlegen können, diese EQ kommt auch noch zu flashen, weil er wahrscheinlich damit gerechnet, dass Scarface quasi genug beeindruckt ist, dass er sofort flasht. Dann kannst du bei Jarvan, wenn du dich mit der EQ-Kombo irgendwo hinziehst, quasi diesen Knock-Up weiter flashen, weiter verlängern. Ähnlich auch wie bei Shen beim Schattensturz. Das heißt, wenn du halt irgendwo EQ komplett daneben setzt und in der Vorwärtsbewegung auf den Gegner raufflasht, wird er halt trotzdem hochgeworfen. Oh, No Way in der Mitte. Stunfeld aber gut positioniert und so die Möglichkeit, die Gegner nochmal vom Follow-Up zu verhindern. Oder den Follow-Up der Gegner zu verhindern. Kriegt ja dadurch inzwischen auch AP, muss man sagen. Die Stacks, die du sammeln kannst durch das Treffen deiner Fähigkeiten, sind natürlich nicht irrelevant. Und dazu zählt auch der Stun. Ja. Sollte da also jemand reinlaufen, kriegst du auch immer eine AP dafür. Das Ganze zählt hier natürlich bloß gegen Champions. Gegen Vasallen zählt halt bloß, dass du mit deinem Q die Last. Du bist ja ein bisschen broken, wenn du Vasallen, die in den Stun laufen, du einfach schön die ganze Wave. 6 AP. Geil. Hat man, glaube ich, damals so angepasst, damit du halt als Vega auch ein bisschen aggressiver spielen kannst. Du hast dir ja sonst eigentlich immer die Fähigkeiten aufgespart, um wirklich die Last Hit zu kriegen und hattest da wenig Möglichkeiten, dich zu wehren. Okay, wenn die Gegner dich vom Farmen gehalten haben, war es halt RIP. Früher hast du ja quasi ein anderes Design bei Vega gehabt, zum anderen eine andere Ultimate, die kennt Ex-Anfeld. Oh, Face Rush ist halt so gut gegen diese Kuppel. Und dadurch wird man eventuell wahrscheinlich auch kriegen. Shuriken nochmal geworfen und damit der Key für Kali. Und das willst du im besten Fall natürlich nicht haben. Wenn man es jetzt aber darauf beschränkt, dann kann man das natürlich noch drehen. Trotzdem, für Viktor ist das hier auf jeden Fall deutlich unangenehmer als eben gerade gegen Echo.
Ja, aber das ist sehr halt gut, wie ganganfällig halt Victor nun mal ist auf der Top-Lane. Und da muss man auch sagen, gegen Skarner hast du halt nicht so das Problem, wenn du damit der Kuppe zonen kannst, aber Frenic hat das halt sehr intelligent gelöst. Er nutzt seinen Face-Rush, prockt den. Der Face-Rush reduziert ja quasi die Effektivität von Slows enorm gegen sich selber und dadurch rennt er durch die Kuppel einfach durch und ignoriert den Rest, nachdem er das Ding einfach mal geprockt hat. Akali findet zwar nicht direkt Anstoß, aber er kann lange genug halt Schaden ausüben, dass Akali danach mit einer einzigen Fähigkeit, die sie halt noch ins Ziel setzt, dort diesen Kill erzielt. Der Botlane, da sehen wir schon, dass Sivir etwas weiter reingedrückt wird. Ist halt jetzt nicht der beste AD-Carry, um wirklich Druck auszuüben. Du hast zwar gut einen Wave-Clear und kannst gut ranpushen, aber bist halt eher am Anfang gezwungen, defensiv zu bleiben im Verhältnis zu Ezreal. Kidubi, ja, er macht hier seinen Job wieder richtig mit der Träne, stackt so gut es geht. Botlane wird Scarface da so noch nicht reingeben. Das ist auch interessant. Top Dane, Daxiel und eine Stoffrüstung. Er ist 6 bei Source. Genau rechtzeitig eigentlich. Hat er den Vorteil gegenüber No Way? Kriegt hier auch den Kill? Kommt er noch weg, ist die Frage. Der Reset und damit sollte er es auf jeden Fall schaffen. Und das war lucky für ihn. Vielleicht aber einfach nur etwas falsch eingeschätzt von ESG. Da hätte man einen Ticken noch schneller sein müssen. Ah ja, gut, also das mit dem Reset, da kannst du halt als Jarvan nichts mehr machen. Ja, ja. Du, hast halt, du läufst entweder hinterher eher um das Level 6. Und er setzt dich zurück. Oder aber du läufst halt auf dem, bleibst auf dem Schatten stehen und er läuft halt einfach weg. Ja. Also da war mit dem Level 6 das Schicksal besiegelt. Auch dafür vorhergehend eigentlich wichtig, dass man halt den Flash mit dem Zinn-Flash geforst hat von Vega. Dadurch, dass du halt den Vega-Flash vorher schon bekommen hast, ist halt klar, dass du halt mit dem Zelt-Ultimate hier ohne Probleme All-In gehen kannst. Da hat Vega zu dem Zeitpunkt kein Counterplay mehr. Und dadurch war der Kill halt für Source Perfect auch zu 100% safe. Ein Kill für Zed. Ein kleiner Kill für Zed, aber ein großer für das gesamte Team, denn Zed der Snowball wird sehr unangenehm sein, wenn der jetzt wieder mit dem Gravitationsfeld, diesmal rechtzeitig so, dass halt eben nicht Face Rush ausgelöst werden kann. Und wenn der versucht hier das Ganze sogar noch mit der Ult zu kontern, die findet aber ihr Ziel nicht, nachdem Akali sich hier nochmal in der Rauchwolke versteckt. Ich finde, man hat inzwischen dieses Ninja Vanish sehr gut umgesetzt bei Akali, ein bisschen zu gut sogar. Weil einfach diese Unsichtbarkeit, gegen die du nichts machen kannst, die ist zu strong. Findest du? Ich finde die ehrlich gesagt ganz okay als Mechanik. Also, ich finde es gut, dass du permanent unsichtbar bist. Weil dieses drin warten können, teilweise aufs Team etc. warten, finde ich sehr gut. Aber dass du keine Tower-Agro und sowas kriegst und du keine Möglichkeit hast, den Gegner wirklich richtig aufzudecken, ist halt eine schwierige Mischung. Das ist sehr gefährlich hier in der Mitte, wurde es auch gerade sehr gefährlich für Zed, denn der hat noch keine Ult. Ja, mit dem Burst-Schaden, den Jarvan und Vega mitbringen, konnte man sich da den ersten Kill für ESG holen. Da ist halt wirklich wichtig, dass direkt von Freddy kommuniziert wird, dass halt der W, also der Schatten von Zed auf Cooldown ist. Denn nur in so einem Szenario können sie ihn halt auf diese Art und Weise ganken. Und da kam halt sofort der Call, hey, kein W gerade da, wir haben immer noch unseren Kataklysmus und wir haben halt noch den E von Vega, um dort halt für diesen Kill gehen zu können. Ich meine, im Endeffekt ist No Way jetzt trotzdem ein bisschen in die Enge getrieben. Er war halt angewiesen, seine Armguts als erstes zu rushen, damit er halt diesen Durchdringungswerten von Zed einfach nicht unterliegt. Und dadurch hast du als Vega extrem wenig Mana auf der Lane zur Verfügung, was halt wirklich unangenehm ist. Du musst deine Ressourcen halt effizient einsetzen. Du kannst dir halt nicht einfach mal eben erlauben, wie mit einem das Chapter zum Beispiel zu poken und immer mal wieder einen Stun zu stellen, mal gucken, bleibt er drin hängen, da kann ich ein bisschen zonen. Das funktioniert leider nicht, weil du dafür einfach nicht die Mana-Möglichkeiten hast. Was man natürlich für Möglichkeiten hat, ist ja trotzdem immer wieder den Farm zu stacken, heißt mehr AP zu bekommen, einfach durch die Last Hits. Und ein Zed hat hier zumindest in dem Matchup eine Möglichkeit, direkt über die Ult so viel AD dazu zu bekommen. Kann sich natürlich später ein AD Carry wie Sieger oder auch meinetwegen Agurin besorgen. Aber Vega kann halt permanent AP stacken. Und wird auch einem Zed irgendwann sehr gefährlich werden über die Ult, weil Zed hat zwar kein AP an sich, also kriegst nicht diesen Bonusschaden, aber ist halt trotzdem sehr squishy. Gerade wenn ihr mit sowas wie Duskblade Yomos anfängt. Dann gibt es da noch nicht so viel Leben oder Resistenz. Das könnte halt auch die Möglichkeit für ESG sein, sich hier durchzusetzen. Einfach weiter Aguri nutzen, der in dem Game schon ziemlich häufig ganken war, muss man sagen. Für seine Verhältnisse. Er bringt gut Druck mit auf die Karte. Bisher bleibt es aber dort noch bei einem Assist. Allerdings ist SK auch erst mit einem Kill vorne. Dadurch im Gold nicht wirklich der Unterschied gegeben zwischen beiden Parteien. Das Ganze wird hier durch Farmwerte seitens ESG auch wieder aufgefangen. Gerade im Jungle ist Agurin dort halt mit 11 CS doch schon mit einem soliden Vorsprung unterwegs. Ja, und wir sehen jetzt auch bei No Way den guten alten Hourglass Rush. Aua.
Ja, das gute alte Hourglass. Ja, damit du kein Hour bekommst. Genau deswegen. Ja, gegen die Z-Ult natürlich gut. Er hat halt keine Exos mit dabei. Er hat sich für die Teleport-Variante entschieden. Und damit muss er halt wirklich die Stunde schnell durchziehen. Ist nicht immer unbedingt der Fall, dass man halt Stunde direkt als erstes rusht. Aber gerade wenn du ein bisschen zurückfällst, ist es halt vollkommen vertretbar. Ja, mein Junge, passt ein bisschen auf. Akali, Schlitz. Eieiei, na, Ninja. Die ist halt einfach extrem mobil. Kann da immer wieder rein und raus aus der Tower Aggro springen und da hat, glaube ich, hinterher nicht wirklich den Schaden einschätzen können. Hätte er vielleicht noch ready gehabt, hat aber auch am Anfang nicht die besten Möglichkeiten gehabt, das Ganze einzusetzen. Oh, bisher klappt es auf jeden Fall ganz gut, den Victor Blind Pick zu punishen. Ich hatte auch so gewundert, dass sie ihn halt... Also ich kann mir wirklich bis vorstellen, dass sie ihn halt als Flex Pick einsetzen. Und diesen Last Pick, den sie halt eben nicht hatten, da hat er sehr einen guten Strich durch die Rechnung gemacht. Scarface wird ab jetzt auf jeden Fall in dem Matchup immer stärker und stärker werden. Und klar, du kriegst ein bisschen mehr Gold über die Klepto zusammen. Also auch wenn wir es jetzt vergleichen, da liegt ja quasi 0-2 gegen 2-0 hinten. Ist insgesamt, oh, doch 700 Gold trotz allem hinten. Hast du ja immer das Problem, dass da, wo du Klepto quasi hast, hast du ja keinen effektiven Damage-Spell mehr. So, Akali hat immer noch Face Rush, um das auszunutzen. Also auch da steckt eine gewisse Goldeffizienz hinten. Der Vorsprung ist also eigentlich noch größer auf der Top-Lane, als er gerade wirkt vom Goldunterschied her. Kleptomancy natürlich aber trotzdem eine gute Möglichkeit. Ne? Gerade nachdem sowas wie Electrocute genervt wurde, haben sich viele Charaktere anpassen müssen. Und Victor hatte halt eigentlich schon immer die Möglichkeit, mit Kleptomancy zu spielen. Es gibt da manche Champions, so wo zum Beispiel auch Illaoi. Ja, wir haben die jetzt im Competitive nicht wirklich häufig gesehen, aber die konnte man auch mit Kleptomancy sehr gut spielen, weil man die Stacks von der Wessel, also der Seele, praktisch auslösen konnte. Panda steht die ganze Zeit im Vision drin. Natürlich auch, was der Gegner macht. Und jetzt dadurch nicht wirklich seinen Engage zu finden. Sobald Ezreal halt sieht, ah, da kommt halt einmal der Engage von Alistar, kann halt jederzeit mit einem Cane Shift rausgehen. Also Botlane ist halt wirklich, ist eine Minus-Lane. Es kann halt, es geht nicht in die andere Richtung, es geht nicht in die andere Richtung. Die Lane steht einfach auf der Stelle und wird halt von kaum jemandem dort dominiert werden können. Oh, das war ein schöner Treffer, Mann. Schaden ist gut. Und vor allem auch natürlich unangenehm, wenn die Sivir mit ihren Pizza-Slices immer wieder durch die einzelnen Vasallen durchgeht. Ich glaube, Mund auf hilft halt nicht. Tuppe hat jetzt zumindest, wenn der erstmal den Vorteil, dass Scarface den Flash nutzen musste, aus dieser brenzligen Situation unterm Turm, um rauszukommen. Und dadurch muss er jetzt zwangsweise ein bisschen defensiver spielen. Also, der eine Kill bringt ihm nicht allzu viel, sein Hexlich Gambit ist auch noch nicht fertig. Und das kostet ihn nochmal ein bisschen was, aber er denkt sich, oh, ich vergebe mich jetzt einfach mal einen Agurin. Ah, zack, und der kommt Schlitz auch wieder nicht raus. Und das darf halt nicht passieren. 3 Kills auf der Akali. Die wird jetzt noch unangenehmer für. Vente werden logischerweise. Agurin hat ein Flash-Up. Ja. Warum nutzt er seine EQ-Kombo gegen den Grump? Also da muss sofort der Call kommen, hey, Akali fehlt auf der Top-Lane, sei vorsichtig im Jungle und dann darf er halt niemals seine EQ-Kombo einsetzen. Er darf gerne Q einsetzen, weil der Q halt deutlich weniger Cooldown hat, aber sein E hat halt so einen immensen Cooldown im Early, dass wenn er den einmal einsetzt, hat er halt keinen Gap-Closer mehr zur Verfügung und den braucht er, um von Akali wegzukommen. Harold wurde jetzt sogar auch noch durch die Situation für... SK gemacht. Den Drachen, den wird man hier fürs Erste nicht angehen. Oder hat man bisher zumindest nicht, weil Movement Speed einfach nicht so viel bringt. Im Verhältnis zu einem Herald, mit dem man dann dementsprechend den Fassbar-Zauber bekommen kann. Denn wenn das Gold dann so jemand wie Akali noch zusätzlich geht oder meinetwegen auch Zed, dann wird es richtig unangenehm. Agurin kümmert sich jetzt zumindest um den eigenen Red Buff. Zed war sogar auf dem Weg nach unten, hat sich aber wieder entschieden zurückzugehen, nachdem hier ESG etwas defensiver geworden ist. Ah ja, gut, dass der Stack da nicht durchgekommen ist. Und da war dann DOS doch etwas zu mutig. Zu lang CC'd worden gerade. Die Ult nochmal mit dem Flash. Sollte er nochmal über die Wand kommen. Agurin hätte hinterhergehen können. Aber dadurch, dass er die Standarten-Kombo noch nicht wieder ready hat, hätte es ihm wenig gebracht. Trotzdem hat man hier einen kleinen Flash von SK kriegen können. In der Mitte No Way ohne Cage. Sos oh, macht aber nicht genügend Schaden. Einfach dadurch, dass man hier halt schon Sonyas fertig hat. Ja, nicht nur, das sind ja auch die Nidatabis vorhanden. Also hier einfach Vega im absoluten Defense-Modus, was aber auch vertretbar ist. Ein bisschen schade, ich dachte, wenn Agurin da halt sofort... Panda, hallo, Leck, ja, bitte, Panda, hallo? Ah, Agurin, nochmal die Ult, aber Flash dann. Und an der Stelle hätte man sich Flash eigentlich auch sparen können. Weil selbst wenn du hier nach oben läufst, Z kommt dir zu 90% entgegen. Und so schnell wäre man da als Jarvan dann auch wieder nicht gewesen. Aber naja. Nächster Kill für SK.
und natürlich noch mal etwas mehr Gold, was sie bekommen. Es sind aber bisher gerade mal 1200 Gold, was sich jetzt durch den Herald vielleicht noch mal ändern wird. Trotzdem wird das nicht reichen, um das Game hier zu beenden. Sie warten noch so ein bisschen gemütlich in der Flanke, aber eine Ward hat das Ganze hier verraten. Immer noch die Mana-Probleme, mit denen Noway zu kämpfen hat, das wird sich auch erstmal nicht ändern lassen. Stunden, es gibt halt immer kein Mana. Harold, kommt er noch für den nächsten Stack durch? Da schiebt sich erstmal nach vorne durch die Vasallen. Geschummelt hat da der Harry. Aber der Charge kommt hier in jedem Fall nochmal durch. Und damit fehlt auch nochmal die Hälfte des zweiten mit den Turms. Ja, Panheim nach seiner verpatzten WQ-Kombo ist dabei, die Vision des Gegners ein bisschen hier wegzunehmen. Genau die richtige Entscheidung. Man muss wieder Kontrolle ins Spiel reinbringen. Und bisher läuft es von Botlane ja ziemlich gut. Also auch der Turm von SK ist da schon ordentlich angeschlagen. Bei ihnen wird es jetzt wichtig, wie werden sie halt nach der ersten Reihe, also nach dieser T1-Turm-Reihe, mit diesem Game weiter fortfahren. Denn da wird halt für SK der 1-3-1-Faktor nochmal eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das wird, glaube ich, auch Vega fürs Erste nicht kontrollieren können. Also klar, Vega wird halt irgendwann unkontrollierbar sein. Dafür ist der Champion halt einfach designed, dass er halt immer weiter und immer weiter stackt bis ins Grenzenlose und jeden Gegner halt punishen kann. Und sei es halt später einfach mit der stupiden QR-Kombo. Aber für den Moment werden sie ihre Schwierigkeiten haben, das zu beantworten. Auf jeden Fall. Ich kenne ja von einem Set, dass er sich irgendwann, wenn er sich an den Killslot gesehen hat, auch ein bisschen weiter Richtung Split-Push orientiert, weil er da halt entweder, wenn er wirklich noch gut im Spiel ist, die Gegner im 1 gegen 1 rausnehmen kann oder zumindest schlecht aufgehalten werden kann. Und aufhalten kann man ja auch nicht den Kill von Soss. Er kommt mit der Mark halt leider immer durch. Du siehst es schon, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du den Schuriken über dir siehst, weißt du, okay, es ist genügend Damage, dass ich getötet werde, dass ich sterbe an dem ganzen... Und auf der Botlane versucht man jetzt irgendwie auf der anderen Seite der Map nochmal Selbstaktion zu zeigen. Der Block von Braum war wieder nicht schlecht. Da kommt aber Arguin und sorgt dafür, dass Braum sich hier nicht mehr befreien kann. Toplane kriegt man in der Zeit wieder den Tower. Und ESG findet kleine und gute Trades. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn sie hier nur Dinge abgeben würden. Aber SK ist auf jeden Fall gerade noch am Drücker. Seid jetzt auf dem Weg Richtung Botside. Ohne Ultimate, versteht sich. Aber es wäre trotzdem sehr gefährlich für Brücki. Da hat man gerade nochmal gut die W-Markierung gesehen von Ezreal, die er raufbringen kann, um sie später auszulösen. Ja, und Vendetta hat jetzt auch das Problem, dass halt das Matchup weder gegen Zed für ihn gut ist, noch gegen Akali so schön. Frenic unterwegs und der Viktor wird hier voll und ganz ausgenutzt. Frenic läuft jetzt nach oben einfach raus, Garfest hat halt mittendrin die Akku geswappt, denn diese totale Unsichtbarkeit ist halt genau dafür da. Ich muss auch sagen, du hast ja vorhin so ein bisschen angeschnitten, dass du halt die Unsichtbarkeit zu stark findest. Ich denke, sie ist halt eine coole Mechanik für Akali. Was mich stört bei Akali ist, ich denke, du musst halt, um sie halt ein bisschen mehr zu balancen, sie ist jetzt nicht OP, sie ist halt ein bisschen zu stark designt, meiner Meinung nach. Um das halt auszugleichen, musst du ihr halt oder anderen Spielern mehr Counterplay gegen ihr Design geben. Damit meine ich vor allen Dingen die Ultimate. Das kannst du halt so gestalten, indem du zum Beispiel die Dashes einfach langsamer machst, dass du zum Beispiel besser gegen Flashen kannst. Also für mich ist halt Counterplay immer eine super wichtige Angelegenheit. Wenn halt ein Dash so schnell ist, dass du halt legit kein Counterplay gegen hast, gut, dann kannst du natürlich schlecht vorgehen gegen so einen Champion. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man gegen sie vorgehen kann. So ist es nicht. Na, wir haben mehrmals schon gesehen, dass man einfach mit Flächeneffekten gearbeitet hat. Und wenn sie sich unsichtbar macht, weißt du ja auch meistens an welcher Stelle. Das heißt, zu Beginn kannst du sie da vielleicht nochmal einschränken. Du hast in der Mitte irgendwann dieses Loch, heißt, sie kann sich maximal im Kreis begeben. Es gibt schon Möglichkeiten. Es ist aber bei weitem nicht leicht. Der Stun, dass der hier nochmal durchkommt, unglücklich für Scarface. Der muss am Ende dadurch sogar nochmal flashen. Hat es einfach selbst gerade nicht richtig getimed. Spielt vielleicht auch nicht so häufig gegen Vega und hat deswegen die Zeit, die das dann praktisch aufrechterhalten wird, unterschätzt. SK aber trotzdem immer noch dabei zu pushen. Man müsste sich irgendwann mal um den Drachen kümmern, wenn man halt irgendwann einen besseren bekommen will. Ansonsten bleibt dann Ewigkeit der Winddrache liegen. Es wäre aktuell, glaube ich, ein ziemlich, ja, freest Objective. Also ESG wird den höchstwahrscheinlich nicht großartig contesten. Das heißt, da kann SK zeitnah hingehen. Den einfach holen. Und dann halt die Spawnzeit für den nächsten Drachen bestimmen, der dann hoffentlich ein bisschen stärker wird. Gerade scaling-mäßig sieht es bei ESG ja wieder sehr gut aus. Ja, weil ich das Scaling halt von SK auch nicht unterschätzen würde, halt eben wegen dieser Split-Push-Komponente. Aber ja, klar, Vega ist halt ein Riesenfaktor. Ne? Vega ist eine tickende Zeitbombe und er kriegt hier gerade auch seinen zweiten Kill.
einfach frei Haus geliefert. Scarface, bisschen zu übermütig auf der Botlane gewesen, zu weit vorne, dafür bestraft. Jetzt machen sie halt genau das, was ich auch schön finde vom Swap her. Sie wissen halt, okay, da ist ein Stundenglas jetzt bei Vega. Das heißt, der Zed kann ihn erstmal unterm Turret nicht wirklich bedrohen. Also swappen sie die ganze Geschichte. Denn Victor ist noch meilenweit davon entfernt, ein Stundenglas zu bekommen. Das ist hier momentan das leichteste Ziel. Da ist ja auch 0-0 unterwegs. Und das sollten sie jetzt auch weiterhin ausnutzen. Da hat einfach das Perfect jetzt auf die Victor-Lane zu setzen. Das ist der beste Swap und die beste Rotation, die SK durchziehen kann. Brennick will hier selber sich gerade ein bisschen um die Vision kümmern. Rotation natürlich auch dementsprechend der Gegner unterbinden, weil wenn man die Vision im Jungle kontrollieren kann und man hat halt den Midlane-Tier-Anzahl schon, da geht das recht gut, dann kann man auch deutlich besser splitten, weil man halt nicht so leicht überrascht werden kann, weil man aber auch eher sieht, wo ESG sich aufhält und vielleicht einzelne Ziele, einzelne Gegner catchen kann. Und das Potenzial hat SK natürlich auch. Sie haben jetzt keinen richtigen Single-Target-CC, also nicht so die perfekten Möglichkeiten, einzelne Ziele rauszunehmen, aber sind halt in den meisten 1-1-Begegnungen oder 1-2-2 bei der Botlane immer noch das stärkere Team. Und sie haben halt Alistair Vega. Ja. Und der Vega-Cage ist halt in Teamfights massiv broken. Du stellst dich halt einmal auf, du separierst alle voneinander und kannst halt sogar mehrere Leute gleichzeitig stunnen. Und das Beste dabei ist, sie haben halt quasi auch die Synergie mit Alistair dazu. Lane, der dann wieder glücklicherweise der Akali für eine Weile lang fernhält. Spielt er natürlich auch die Cooldown eine wichtige Rolle. Die Spooky Ghosts wurden gerade eingesetzt von No Way, haben dadurch nochmal aufzeigen können, wo Frenix sich hier aufhält. Der wäre da fast erwischt worden, aber am Ende dreht das SK einfach selbst sehr stark. Kidui kriegt dadurch nochmal einen Kill. Man kann hier Richtung Botlane rotieren, wo Akali schon mal das Ganze vorbereitet hat mit einer kleinen Wave, die nur darauf wartet, nochmal Richtung Tower geführt zu werden. No Way hat aber auch Wave Clear. Und da muss man jetzt gucken, dass man nicht zu weit nach vorne geht. Flash von Ezreal und der Konter wieder gut. Man kriegt hier Bröki. Von der Seite will der No Way nochmal rein. Aber als Vega kommt er da höchstwahrscheinlich nicht mehr raus. Hat auch gerade keinen Mana. Stun auf Scarface kommt ihm nicht ganz durch. Glücklicherweise ist aber Venter zur Stelle, der hier nochmal die Akali auf Abstand halten kann. Aber es war halt ein Kampf ohne Zed an der Stelle. Ganz klar, Brücke ganz genau nochmal abgeholt. Also auch da, Panda hat geedit an der Stelle. Denn das Panda halt für diese Flash, wie Q-Kombo geht, setzt voraus, also er rechnet einfach damit, dass Xin nicht schnell genug reagiert. Und das ist, finde ich, ist halt eine Voraussetzung, die man ab einem gewissen Level nicht mehr unbedingt treffen sollte. Klar, es ist trotzdem eine schöne Idee, weil wenn die Kombo so durchgeht, dann ist es wahrscheinlich sogar der Kill auf Xin. Aber in dem Moment, wo Xin schafft, mit seiner Ultimate den Engage von Panda abzubrechen, ist Panda halt safe tot. Und ohne den Alistair auf der Botlane kann man halt viel mehr Halligalli veranstalten. Brücke ist natürlich auch mit Flash und Heal gestorben. Das ist halt auch nicht die beste Voraussetzung ist. Also auch da war ein bisschen mehr möglich. Aber SK kann sich da halt wieder so ein bisschen nach vorne setzen. Das sind halt die ganz kleinen Dinge. Und Zed war, wie gesagt, nicht anwesend. Der konnte halt jetzt halt den Top-Lane-Turm komplett einreißen. Es sind aber auch bisher wieder nur 3000 Gold. Also nicht so ein eindeutiger Vorsprung, wie wir es eben gesehen haben gegen Unicorns of Love. Jo. Trotzdem, aktuell sieht es für SK noch etwas besser aus. ESG hat auf jeden Fall Comeback-Potenzial, wenn man das jetzt weiterhalten kann. Und ich habe auch im letzten Game mit der Sieger schon gesagt, Sieger kann sehr lange Türme und die Base halten. Interessant wird halt der dritte Power Spike von SK. Ja. Und der ist sowohl für Ezreal als auch für Zed halt enormer Faktor. Zed jetzt selber auch mit den ersten Magieresistenzen unterwegs, damit er hier auch nicht mehr gewonshottet wird. Mercury Boost, um schnell aus dem Stun zu kommen. Jetzt kann er sich mit dem QSS selbst ganz befreien aus dem Stun von Vega. Damit wird er für ihn auch nochmal eine größere Gefahr. Denn selbst wenn du quasi als Vega dich mit dem Stundenglas von dem Zed-Ultimate beschützen kannst, wirst du einmal außerhalb des Turms gezwungen, in dieses Stundenglas reinzugehen, stehst du danach halt so schlecht in Position, dass Zed dich wahrscheinlich trotzdem töten kann. Oder wer auch immer noch sonst mit dem Fight dabei ist. Muss ja jetzt nicht nur mit dem 1-3-1 gespielt werden. Ich denke auch im Teamfight hat SK noch gute Möglichkeiten, wenn sie diejenigen sind, die das Ganze koordiniert eröffnen können. Wir haben auch eben gesehen, wie stark Kidui aktuell ist, wie viel Schaden er anrichten kann mit dem neuen Ezreal. Kann sich da halt auch aggressivere Plays erlauben. Insofern muss der ESG gerade eher aufpassen und vor allem nochmal warden. Panda war gerade schon im eigenen Jungle unterwegs, konnte da aber nicht so viel machen. Hat die Ward gestellt am Übergang Richtung River praktisch. Die ist auch auf jeden Fall gut, um jetzt zu sehen, wie die Gegner rotieren, weil da müssen sie eigentlich immer lang aus. Sie wollen den langen Weg durchs River nehmen, aber das wird nicht reichen. Baron auch in der Kluft. Zudem kann man aktuell nicht vordringen. Zumindest von ESG-Seite aus. Also meiner Meinung nach müssen sie versuchen, über die Victor-Lane zu kommen. Und halt Victor nochmal punishen, um da halt voranzukommen auf der Lane. Das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Da sollte man jetzt halt auch nicht die Power einstellen. Zed wird halt über von Vega gerade nicht wirklich viel weiterkommen können. Vega wird halt den Turm immer halten können. Und da muss er halt arbeiten. Er muss halt pressuren und schnell über die Map rotieren, um da halt den Unterschied zu machen.
Genau, dafür ist ja auch das Jumbus stark bei Zed. Hat einfach die Karte spielen kann. Frenic. Da ist er. Na, Alistair aber mit einem guten CC. Knockup kommt hier nochmal durch. Tower schon down, damit keine Unterstützung mehr für ESG. Und den Turm alleine zu bekommen, ist für SK schon mal sehr gut. Akali wird hier rausgezogen durchs Gravitationsfeld von Venter. Aber man hat keinen Kill bekommen. Da hat man sich auf jeden Fall noch mehr erhofft. Auch wenn man zufrieden damit sein kann, dass man hier den fünften Tower bekommt, während ESG gerade erstmal einen zerstört hat. Nächster Drache wird auch gleich spawnen. Ja, und ich sag mal so, den Alistair ins eigene Team zu schmeißen, ist nicht immer die beste Idee. Aber auch ein bisschen unglücklich. In dem möchtest du eigentlich so weit wie möglich draußen halten. Oh, Brücke kriegt ein Problem. Die Ult und das ist ein Das ist ein sehr großes Problem. Denn jetzt kriegst du aus Perfect nochmal ordentlich an batzigen AD-Punkten mit dazu. Er hat jetzt insgesamt über die Passive vom Ultimate 27 extra AD. Da kann man von Glück reden, dass er noch nicht Level 16 war. Ihn hat nämlich so ein kleiner Millimeter bis Level 16 gefehlt, denn da wird die AD nochmal deutlich besser verwertet. Ja, die logische Konsequenz, man versucht jetzt den Nashor zu pressuren. Der ist noch nicht 100%ig safe. Jarvan ist in der Reichweite. Zed hat noch kein Ultimate, auch ganz wichtig in der Situation. Dementsprechend kann man ja auch throwen. Der SK ist dafür bekannt, dass sie gerne mal einen Baron throwen. Ja, wir werden es sehen. Der Stun kommt ja auf jeden Fall durch. Aber Akali überlebt trotzdem mit Argurin und No Way. Beide low. Scarface ist hier auch auf dem Weg so langsam, aber sicher. Am Ende kriegt man hier den Kill nochmal auf Source Perfect. Und Scarface jetzt mit dem Teleport. Hat sich da doch etwas länger Zeit gelassen. Wird für sein Team aber trotzdem wunderbar ausgehen, wie man sieht. Und sich hier einen nach dem anderen. Stun fällt. Stunt hier kurzzeitig drei Leute. Aber das war, ja, beinahe Ace. Der Einzige, der noch lebt, ist Gurki. Jetzt rotiert man direkt wieder Richtung Baron. Und genau das kann man natürlich gut forcieren. Wenn man eh das Team ist, was mehr Druck aufgebaut hat, ne, mehr Vision-Kontrolle hatte, dann zwingst du die Gegner einfach zum Baron. Die sehen nicht genau, wo sie sich darauf einlassen. Und du kannst das einfach turnen. Ja, und jetzt ist auch ein Safe an Asher. Jetzt gucken sie mal kurz unten, wenn sie Zivil, glaube ich, gerade gesehen haben. Und warum auch immer er da gerade lang geholtet hat. Er wollte den Midlane Wave, glaube ich, treffen. Aber ja, er hat ihn, glaube ich, nicht getroffen, weil er halt in den Turm gelaufen ist. Ich glaube, er hat, weil es war eine sehr große Wave, aber die Frage ist ja, wie viel er davon bekommen hat. Selbst wenn. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hier schön gemacht. SK nicht zu sehr auf den Nash getunnelt, war ganz, ganz wichtig in der Situation, sondern sie suchten den Re-Engage. No Wave war ganz gut positioniert. Er hat halt Zed auch noch rausnehmen können. Also das war Perfect, hat, glaube ich, die Nash-Buff jetzt auch nicht mitbekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Damit zumindest einen Nash-Buff weniger. Aber der Rest konnte halt nichts mehr machen. In dem Moment, wo Burki gecatcht wurde, wurden sie halt gezwungen, in diesen Nasher rein zu face-checken. Und das wird halt Panda sehr schnell zu Verhängnis. Er muss halt versuchen, seinen eigenen Leib anzubieten. Kommt, holt mich, damit sein Team nicht dort in die Bredouille gerät. Aber es hat halt nicht so ganz funktioniert. Er wurde halt so ein bisschen beiseite geschoben, ignoriert. Dafür hat man halt versucht, Jarvan und Vega rauszunehmen. Ah, hier wieder ein gutes CC von Agu. Es Ignite! Der Damage zu hoch und man selbst macht auch einfach gerade noch nicht genug. Das ist ein weiter wichtiger Faktor. Trotzdem kriegt man in den Set, der ein bisschen zu überambitioniert war, als er da auf Brücke gehen wollte. Das war etwas zu viel des Guten. Snow starker auch nochmal und der ist wichtig. Der Baumschild unangenehm, aber doch soll man ja auch auf jeden Fall verlieren. Ja, und da zeigt ESG halt doch, dass sie in der Defensiven nur sehr, sehr schwer zu schlagen sind. Aber das war auch ein bisschen überstürzt, dass du als Zed, und das müsst ihr euch mal vorstellen, Zed hat alleine mit dem Ultimate nicht wirklich diese, in Anführungsstrichen, Outplay-Mechanik. Sondern Zed will eigentlich immer versuchen, den Gegner direkt zu ulten und danach den Shadow zu benutzen. Und er ist quasi gerade mit seinem Shadow mit einem Flash reinengaged, das heißt, er hat halt schon mal eine viel, viel geringere Schadensquelle zur Verfügung und wurde danach halt auch noch von Alistair direkt nebenan zitiert und halt von No Way geburstet. Da wurde das Perfect einfach ein bisschen viel. Ne, wenn er halt einfach schafft, mit dem Flash und dem Ultimate zum Beispiel Brücke zu erreichen, kann er danach mit seinem Shadow erstens hat er eine Outplay-Mechanik, dass er die Alistair-Kombo dodgen kann und zum anderen hat er halt einfach nochmal 30-50% mehr Schaden zur Verfügung, um halt sein Ultimate-Mark im Nachhinein nochmal zu verstärken. Victor Blubelt. Ist auch interessant zu sehen. Hilft aber natürlich, muss man sagen, selbst nicht so leicht zu sterben. Wie klingt denn das Blubelt früher? Wie bitte? Das Blubelt war aber, war das nicht noch mit dem blauen Junk-Item? Ja, ja, ja. Schon Ewigkeiten her. Diesmal bekommt man wieder einen Drachen, wieder nur einen Winddrachen. SK kriegt hier einige Vorteile, einige Objectives. Und sie haben halt ein Goldlead von 7000 Gold circa. Aber reicht das, ist die Frage. Weil wir haben jetzt auch bei den meisten Charakteren von ESG den 3-Item-Power-Spike. Die Items von Vega sind da verhältnismäßig halt nicht so teuer, muss man sagen. Aber trotzdem hat ESG da schon sich wieder gut ins Game reinarbeiten können. Also bei Vega ist jetzt der Void-Step vielleicht fertig. Und wenn dann noch das Death-Cap fertig ist, dann klatscht es. Also dann rappelt es wirklich im Karton.
Und dann wird es, glaube ich, auch schwierig, das Game zurückzuholen. Vega halt mit einem Stun, alle Gegner separiert. Er ist sehr, sehr tanky über Stundas und Ninja Tabis. Kann halt alle Gegner über seine Slowsal wirklich klein halten. Und er ballert dich halt trotzdem in einer Rotation weg. Das ist was, was halt SK unbedingt umgeben muss. Im Late Game haben sie halt bloß noch die Möglichkeit, Vega muss sterben oder eine Teamfight. Den kannst du halt so nicht spielen, dann musst du halt in den Split-Push reingehen. Ich bin auch gespannt, wie Wendt er sein Bild fortsetzen möchte. Also bisher spielt er noch nicht mit dem Gedanken, auch Richtung Stundas zu gehen. Du hast halt durch den Iceborne Gauntlet Fahrt, sag ich mal, oder allgemein durch Iceborne Gauntlet an sich schon recht gute Resistenzen. Sowohl gegen Scarface als auch gegen Soss. Und das halt nochmal den Slow. Also wenn man es richtig macht und nicht zu aggressiv nach vorne geht, dann sollte man hier trotzdem nicht sterben. Wir haben auf der Mitte jetzt natürlich wieder das Stun-Schild. Man wird sogar reingeschlagen, schafft es am Ende aber trotzdem nochmal raus. Ja, und gerade die Ult von Xin ist ja natürlich ein extrem wichtiger Faktor. Nicht nur, dass du die Gegner zurückwirfst, sondern du bekommst halt auch wirklich nur Schaden, wenn die Gegner in diesem Feld drin stehen und dich angreifen. Ansonsten kannst du da sehr viel aushalten. Ich finde, Frenic disrespected halt diesen Vega ganz schön. Also er hält sich halt in der richtigen Distanz auf. Jedes Mal in diesem Stun drin zu stehen, ist halt kein gutes Zeichen. Weil Vega ist halt nicht nur die Ult eine extrem hohe Schadensquelle, sondern vor allen Dingen der W. Und der hat halt nicht nur Single-Target-Schaden, sondern auch noch Flächenschaden. Das gilt halt zu vermeiden. Deshalb ist es halt auch für die meisten Spieler immer schwierig, gegen Vega zu spielen. Weil die Standard-Kombo von Vega sieht so aus, dass er sich in den Stun einschließt und den W halt so nahezu ins Zentrum verlagert. Was dir halt sehr, sehr wenig Spielraum gibt. In ganz vielen Fällen ist es halt auch eine gute Option, sich wirklich stunnen zu lassen, statt den W abzubekommen. Weil ohne den W hast du als Vega oft keine Execute-Möglichkeit. Ja, der Damage halt einfach insane ist in der Mitte. Nochmal der Versuch reinzugehen. Wieder ein Knock-Up, der nicht komplett durchkommt. Auf dem Braum aber auch immer schwierig, weil der inzwischen doch schon einiges aushält und halt immer die Möglichkeit hat, noch mit seinem Jump rauszuspringen, wenn Kiduin nah genug rangeht. Man knackt aber noch nicht die Tier-3-Tower-Reihe. Also bisher SK weiterhin aggressiv, versuchen durchzubrechen, kommen aber unter anderem gegen den Wave-Clear von Sivir von Noe hier noch nicht wirklich klar. Und auch ein Venter zum Beispiel, der auch wunderbar einen Wave-Clear mit dem Victor. Ein Laser durch und das war's. Man wird hier also höchstwahrscheinlich nochmal den Baron in 2 Minuten brauchen. Genau, ich denke auch, das wird so der Knackpunkt werden. Wenn SK diesen Baron gut aufbauen können, dann können sie damit hoffentlich das Spiel beenden. Und wenn sie es nicht schaffen, diesen Baron halt sauber zu bekommen, dann sehe ich langsam halt eine Problematik für sie. Und das wohlgemerkt trotz der fast 10.000 Gold Unterschied. Das ist ja schon ein ganz hübsches Sümmchen. Aber da ist halt einfach das Scaling auch von Victor, Vega und Sivir im Late Game extrem krass. Geht jetzt auch für Brücki Richtung GA. Also auch da wird es für Zed dann schwieriger, die Kills erzielen zu können. Und die Zeit spielt immer gegen sie. Bei No Way ist der leeren Stab auch fertig. Die Magieresistenzen helfen somit von Soss Perfect auch nicht mehr so gut dagegen. 1 gegen 1. Wenn einer Combo hängen bleibt, müsste er quasi schaffen, mit seiner Ultimate, das Vega Ultimate, auszuspielen, damit er es halt gewinnen möchte. Ansonsten sehe ich für ihn im 1 gegen 1 gerade schon gar nicht mehr so gute Karten. Ich hab wirklich bloß so ein paar Champions, ne, die bis ins Unendliche skalieren in League of Legends. Meine Vega hat halt keine Limits, Nasus hat keine Limits. Shogar, das ist inzwischen auch ziemlich krass, aber... Ja, aber da geht's immer noch, weil es halt der Ultimate ist. Ja. So bei Zion finde ich es halt schlimmer. So Zion, ja, das ist ja, was das Life-Scaling angeht, da auch eigentlich nicht limitiert. Wenn du ihn dann noch mit Demolish am Ende spielst, Rest in Pepperonis, ja, hier versucht man auch das gleiche für Frenic durchzubringen. Den will man auch am besten zurück in die Base schicken, schafft sie aber nicht wirklich. Alistair tief drin, hält aber auch viel aus mit der Ulti. Stunfeld geht hier dann neben Scarface nochmal mit der Stopwatch. Oh! Um nicht selbst angegangen zu werden, man verliert hier Sivir und das ist wichtig. Jetzt geht man sogar nochmal hinterher und das sieht gut aus. Hier SK kriegen den zweiten, kriegen den dritten und sind heiß auf den vierten. No Way nutzt nochmal seine Ult, kriegt damit aber nicht den Kill. Jetzt nochmal von der Seite Arguin, der versucht hier seinen letzten Carry zu schützen, schafft das nicht. Und damit gibt man hier gerade 4 Kills ab für den einen auf Scarface. Das hat SK ziemlich gut gespielt. Die werden jetzt direkt nicht Richtung Baron gehen, der ist noch nicht gespawnt, sondern werden natürlich versuchen, erstmal ein Inhibitor aufzubrechen. Und in der Mitte sollte ich denke, die werden es einfach beenden. Die haben jetzt hier eine Cannon-Minion-Wave. Ah, 15 Sekunden noch. Ja, aber das wird könnte so man probieren. Könnte man auf jeden Fall probieren. Sag jetzt, guck mal auf den Z-Ult-Cooldown. Ja, stimmt. Der hat gerade seine Ult wiederbekommen. Sollte jetzt also Brücki dort an die Wave reinmarschieren, kriegt er halt sofort wieder den Klaps. Das ist die einzige Möglichkeit für ihn hier, die Wave zu clearen, in der Hoffnung, dass man die Gegner irgendwie noch schädigen kann. Durch den Tower, der wird jetzt aber auch vernichtet. Nexus ist offen. Und sie wird jetzt erst wieder zur Stelle. Die kommt dazu, wird aber auch direkt deleted durch den Zed. Und das ist Game. Man sperrt die Gegner zwar noch mal ein bisschen aus durch den Kataklysmus, aber trotzdem, das 1:0 für SK Gaming hier in diesem Spiel. Harter Schlag, war aber auch eine Teamkombo, die halt darauf ausgelegt war, über die Gegner drüber zu rollen, dass man überhaupt 35 Minuten durchgehalten hat. War schon mal nicht schlecht. Man hat aber auch trotzdem gesehen, dass SK in dem Game
einfach die gesamte Zeit vorne lag, den Ton angegeben hat. Und welche jetzt auch wieder ein Tönchen gibt, ich entmute sie schon mal, ist natürlich die Analyse-Ecke. Hm. Viel Spaß mit Kalle und mit Eis. Hi, grüßt euch. Ja? ESG verliert das erste Spiel zwischen ihnen und SK Gaming. Und das Ganze tatsächlich vielleicht sogar schon vor dem Spielstart, oder? Kann man so sagen? Kann man aber, glaube ich, auch final nicht so sagen. Mhm. Klar, der Draft war wichtig. Wir haben gesagt, wir würden gerne Aggressivität von SK sehen. Das sind halt ihre Stärken, halt sehr, sehr früh mit nach vorne zu kommen, das auszuspielen, weil auf lange Sicht halt bei ihnen immer irgendwelche Fehler passieren. Auch da war man nicht ganz fehlerlos unterwegs. Man hat halt gesehen, so diese typischen Patzer haben sich ein bisschen eingeschlichen. Aber der ganz typische Fehler am Baron zu throwen, der ist ihnen halt diesmal nicht passiert. Und genau das war halt auch das Richtige, dass sie da halt nicht den Baron so getunnelt haben, dass sie halt mit einzelnen Catches gearbeitet haben und dass sie halt diese 1-3-1-Kombo so ein bisschen ins Spiel gebracht haben. Und was... Wo ich auch sagen muss, was halt für mich ganz essentiell dafür war, war halt der Victor Blindpick. Mhm. Also der hat mir nicht wirklich gut gefallen. Er wurde halt mit Klepto auf der Top-Lane gespielt, aber man hat auch gesehen, dass dieser Pick eben in vielen Matchups Stärken hat, aber auch in der Top-Lane wirklich gewisse Schwächen mitbringt, die hier sehr eindeutig ausgenutzt wurden. Ja, grundsätzlich nochmal zu der angesprochenen Early-Game-Schwäche von ESG. Hat sich das jetzt hier wieder gespiegelt für dich? Es war natürlich Matchup-bedingt, ne? Sie haben halt aggressiven Jungler gegen sich, sie haben halt losing Midlane-Matchup, sie haben halt Ich glaube, Toplane kann man nicht sagen, dass es ein Losing-Matchup ist, aber nach dem ersten Gank ist es auf jeden Fall ein Losing-Matchup. Da hat halt auch Xin wirklich einen Unterschied gemacht, ne? Auch Agorin, ja, er war nicht untätig, aber Xin ist halt einfach ein bisschen dominanter. Und Xin ist, glaube ich, auch so ein Champion, den viele immer noch unterschätzen. Und man hat halt an vielen Stellen gemerkt, dass diese Face-Rush-Mechanik vor allen Dingen ihn so stark gemacht hat, dass du ihn halt einfach nicht loswerden kannst. Er slowt dich kurz, dasht an dich ran, du flashst weg und er läuft halt einfach hinterher, weil er halt dieses Speed-Up bekommt. Ja. Und genau das ist halt auch das Problem für Victor gewesen. Der stellt nämlich seine Zoning-Kuppel auf, die den Gegner halt slowt und irgendwann halt stunt, wenn die Slows gestackt sind. Aber wenn jemand mit Vollkarachwe da durchläuft, hast du schlechte Karten. Schwierig. Wir wollen nochmal eine Situation am Baron angucken und da sah es auch nicht so gut für ESG aus. Und wir wollen mal wissen, warum eigentlich. Genau, erstmal das, was wir in diesem Spielverlauf, ich sag mal so 2-3 Mal gesehen haben, denn ein lieber Herr hat sich zum Opfer von Zed gemacht. Mhm. Der gute Brücki ist dort bereits tot, das war überhaupt erstmal der Anlass, dass man diesen Nash gestartet hat. Wir sehen auch schon, man hat sich halt hier schön gruppiert, ins Pit gestellt. Ganz wichtig, hier hast du halt immer noch diesen flankierenden Faktor mit Zed, also das Perfect nutzt dort alle seine Mittel aus. Er ist jetzt auch nicht unbedingt eine notwendige Damage-Quelle, um diesen Nasher abzuholen. Und so baut man das Ganze auf. Problempunkt ist halt die Sicht. Weil egal, wo wir hingucken, egal, wo man versucht hier zu suchen, Vision für den Gegner ist halt nirgendwo gegeben. Ne? Das ist eine Möglichkeit mit dem Gesicht voran. Ja, und das birgt natürlich immer ein gewisses Risiko. Ne? Teleport muss dann von Ventair, glaube ich, gleich noch genutzt werden. Erstmal haben sie ein bisschen Zeit. So, der Nasher ist halt nicht super hart gerusht, sage ich mal. So, und jetzt hier geht's los. Der Nasher ist noch bei Hälfte Leben. So, das ist ein klarer Faktor. Der Gegner kommt, Nasher hat noch 6000 Leben, die machen wir nicht weiter. Mhm. Das ist viel zu viel. Das können wir nicht so schnell bursten. Also hier vollkommen die richtige Entscheidung. Man sieht halt auch gleich, dass sich halt alle so ein bisschen umdrehen und dem Kampf widmen. Ganz wichtig ist, der Engage von Alistar landet hier halt bloß auf Akali. Und Akali steht zu dem Zeitpunkt halt, glaube ich, nicht mehr ganz im Stunfeld drin. Also hat halt so ein kleiner Millimeter gefehlt. Währenddessen hast du halt einen Zed, der sieht halt, okay, Akali wird engaged. Ich suche halt den Weg hier hinten lang. Also ich versuche mich halt außenrum zu pirschen. Ja, das ist aber dieser Pressure-Faktor. Ich lache über deinen... Du versuchst als Zed halt immer... Du lachst mich ja so aus. Ja. Du versuchst als Zed halt immer aus der Flanke zu kommen. Ne? Das macht er jetzt auch. Jomus aktiviert. So, und jetzt haben wir nämlich das Problem. Alistars Combo auf cooldown. Vega hat keinen Stun mehr. Jarvan hat keine Möglichkeit mehr, großartig was zu verrichten. Ich meine, er ist sowieso kein Carry. Und hier hinten haben wir halt separiert einen Victor. Der steht halt aktuell 0-4-0. Ist jetzt nicht so... unterschätzen, der hat halt trotzdem noch einen gewissen Schaden, aber in der Flanke ist er für dich erstmal irrelevant, denn du versuchst hier gegroupt als eine Einheit, und das machen sie ja auch wirklich schön, dort halt einfach den Weg Richtung kleineren Anteil der Gegner zu finden, und das machen sie jetzt auch, sehen da einen kleinen Durchgang, so, hau deine Combo rein, der Engage kommt, so, Alistar, das ist ganz wichtig, hier mit der Stopwatch opfert sich Panda eigentlich, gewinnt eine Menge Zeit, unten ist man halt dabei, No Way zu chasen. Und das macht er nochmal ganz schön. No Way cuttet so lange nach hinten und opfert seinen Kamerad dafür. Also Agurin hat das auch genau richtig gemacht. Und das Opfern ist vielleicht falsch ausgedrückt. Dafür, dass er zumindest den Kill noch auf Zed bekommt. Ja, und Panda ist dann halt einfach der Leidtragende. Er hat halt die ganze Zeit die Gegner gezoned. Man wartet auf ihn, holt sie dann halt als Letzten nochmal ab. Und er kann dann natürlich wenig zu beitragen, das noch irgendwie zu ändern. Ja, No Way wird halt am Ende nochmal abgeholt. Hat zumindest diesen einen Kill noch bekommen. Ja, und das ist halt die Frage, ne? Wenn er... Hast du da noch einen Grund zu fighten? Das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen in Verzweiflung. Er hätte vielleicht noch einen Kidui abholen. Weil er hat, glaube ich, den Teleport vorher sogar gesehen, weil er halt aus dem Büsch herauskam. Und versucht jetzt natürlich nochmal so vielleicht den Play zu machen. Also sind wir ehrlich, es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Entweder er macht jetzt einen Hero-Play oder der Nasher ist verloren und damit halt auch viel vom Game. Ja, und jetzt brauchen wir nicht mehr markieren. So 1-4, klare Sache. Batz. Uff.
Ja, da, das ist natürlich dann ein weiterer, so ein kleiner Rückschlag für ESG, denn sie starten hiermit jetzt mit einem ja nicht so guten Auftakt hier in dieses Summoners End League. Letzte Woche 1-1, diese Woche maximal auch ein 1-1 drin, aber SK Gaming, die sehen ganz gut aus momentan, muss man sagen. Oh. Und haben jetzt hier auf jeden Fall ihre Kritik der letzten Monate, muss man ja schon fast sagen, schon so ein bisschen negiert. Da freue ich mich ein bisschen drüber. Aber ESG hat noch eine Chance, jetzt gleich im zweiten Spiel nachzuziehen. Ein 1-1 ist noch drin. Wir gehen in eine kurze Pause, sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück! Ihr klingt 1-1 wie diese Supermarkt-Werbung.
Ente auf die Kann man das innenlegen? Ja. Wir hören dir nicht zu baden. Dankeschön, dass ihr weiter dabei seid. Und wir freuen uns auf die zweite Partie zwischen ESK Gaming und ESG. Und was denn? Wie heißt denn ESK Gaming? SK Gaming. Ja, die sind ja eben auch drüber gefahren, ne? Mal sehen, ob sie es diesmal wieder schaffen. Was wird sich jetzt ändern? Hoffentlich der Draft. Also der war von SK und das haben sie halt die letzten Spiele auch schon gemacht. Eigentlich sehr geschickt eingeleitet. Also sie haben halt ihren aggressiven Spielstil perfekt zur Geltung gebracht. Es wird hoffentlich ein Seitenwechsel stattfinden. Also wie gesagt, es ist ja nicht immer zwangsweise Seitenwechsel, sondern unterschiedliche Seitenwahl. Das haben wir im Best of Two davor schon gesehen, dass man sich halt da auch mal zwei Games miteinander auf derselben Seite aufhalten kann. Und sollte es wieder dazu kommen, dass ESG First Pick kam, würde ich halt diesen Victor Blind Pick nicht so gerne sehen, um ehrlich zu sein. Nicht so gern? Nee. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit, aber andere Sachen sollte man vielleicht auch verhindern. Ja, vielleicht so ein Z-Pick in der Mitte, der hat jetzt auch ein bisschen geschmerzt hier und da. War das ein ausschlaggebender Punkt? War das ein Champion, der das Ganze hier so ein bisschen ins Rollen gebracht hat? Ich denke, der Z wurde sogar noch relativ gut kontrolliert, zumindest innerhalb der Lane. Also da hat er halt No Way mit dem Stundenglas Rush halt genau das Richtige gemacht. Also, andere Option hatte er nicht. Trotzdem hat man gemerkt, dass das Setup nicht einfach war. Auch Frenic, der halt im Early extrem viel gepressured hat. Und dieser frühe Flash-Trade von Xin und Vega hat halt extrem viel zu Lane-Pressure von Z beigetragen. Gleichzeitig auch der frühe Xin-Gang auf der Top-Lane, wo man halt auch den Kill noch mitbekommen hat. Also auch das waren halt einfach Sachen, wo man sich überlegen muss, wie kann man halt Frenic kontrollieren. Und das ist halt gar nicht so einfach. Ich denke, da muss ESG auch ein bisschen mehr mit der Vision arbeiten, dass sich ja besser absprechen und ein bisschen besser tracken, wo hält sich Frenic zu welchem Zeitpunkt auf, damit ihnen halt solche Sachen in einem potenziell schlechten Matchup eben nicht passieren. Weil wenn ein schlechtes Matchup halt noch gegankt wird, RIP. Ja, jetzt haben sich vielleicht, ich habe eben im Chat nochmal gesehen, gab es jetzt einige Meinungen natürlich auch, ja, ESG jetzt irgendwie am Schwächeln, oh, sie sind ein bisschen ausgelaucht, wie du schon auch tatsächlich gesagt hast, wegen des hohen Pensums. Ist das jetzt, was sich hier heute bemerkbar macht? Muss man jetzt als ESG-Fan Angst um ESG haben? So ganz so weit ist es, glaube ich, noch nicht. Also es sind ja immer noch die Alten. Richtiges Stichwort, die Alten. Okay, Kalle, okay. Da spielen halt viele Faktoren mit rein. Ne, zum einen ist es natürlich der Faktor, dass so ein bisschen natürlich das Ganze auch an ihrer Ausdauer zehrt. Sollte man nicht unterschätzen, aber da geht halt jeder anders mit um. Ich habe das mal bekommen, dass Freddy sich halt darüber auch so ein bisschen geäußert hat. Und ich kann das halt nachvollziehen. So, wenn du halt keine Pausen zwischen den Splits hast, dann bist du halt irgendwann League of Legends auch einfach so ein bisschen überdrüssig. Das spielt sicherlich so ein bisschen mit rein. Ansonsten darf man auch nicht vergessen, dass die anderen Teams halt schlicht und ergreifend auch besser werden. Dass die halt langsam verstehen und lernen, wie funktioniert ESG und was sind ESGs Schwächen. Also ich glaube, das liegt weniger daran, dass halt ESG nur struggelt, als auch daran, dass halt die anderen Teams besser werden. Und da muss man SK halt einfach loben. Die sich halt als Team, finde ich, mittlerweile sehr, sehr gut behaupten. Jeder hat so seine einzelnen Macken, das muss man ganz klar sagen, aber ich finde, sie funktionieren halt einfach als Einheit. Sie wachsen dort immer mehr zusammen und können halt auch ihre individuellen Champions halt sehr gut zur Geltung bringen und das wird halt in solchen Spielen für ESG dann halt einfach zum Verhängnis. Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, sollte ESG jetzt beispielsweise in der Summoners Endic auf Platz 4 landen, dann haben wir ja quasi das koreanische Playoff-System. Sie würden dann ja gegen Platz 3, Platz 2, Platz 1. Das wäre auch schön, ne, wenn die sich selber mal hochspielen müssen. Bei den Worlds läuft es für die Koreaner ja auch nicht gut. So läuft es für ESG halt gerade in der Sin League. Ich sehe Parallelen. Aber dafür läuft es für G2 gut und G2 hat Trikots, die aussehen wie die Trikots von ESG. Sie haben ihnen einfach ihre Energie ausgesaugt. Wow. G2 ist dafür verantwortlich, dass ESG... G2, du bist schuld, dass ESG reinscheißt. Wow. Ja, ja gut, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Wir gehen rein in die Pick-up-Phase, meine Damen und Herren. Das zweite Spiel zwischen SK Gaming und ESG läuft jetzt an. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben den Seitenwechsel. Das heißt, der First Pick liegt diesmal bei ESK. Die machen das Ganze ähnlich wie vorher. Der Flex Pick auf Xerath ist halt einfach ein bisschen zu unangenehm auf ESGs Seite. Also nehmen sie ihn halt direkt raus. Ja, LeBlanc jetzt noch mit rausgenommen. Hier auch nochmal der direkte Bann gegen fast perfekt. Das sind auch alles Champions, die es halt für Freddy, glaube ich, immer unangenehm in der Lane machen. No Way hat halt sehr, sehr starke Probleme, wenn er halt einen zu aggressiven Gegner hat mit einem zu aggressiven Champion. Da gehört LeBlanc nun mal mit dazu, ähnlich auch wie Zed. Also dementsprechend kann man ihn da vielleicht ein bisschen sicherer in der Lane machen. Und da kommt das, was ich eben meinte. Ne, Frenic war auf Xin unheimlich stark im Jungle. Und er war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass diese eben halt nicht ganz sicheren Lanes halt so weit zurückgefallen sind. Und da kommt auch direkt die Antwort, der Xin-Bahn. Ja. Man sieht wieder Ezreal First Pick. Das heißt, Brookies Champion Pool wird nicht nur eingeschränkt, sondern man wählt inzwischen halt auch selbst den Ezreal. Kid Ui hat im letzten Spiel damit wirklich gut performt, muss man sagen. Und jetzt sollte ESG vielleicht doch ein bisschen mehr Fokus auf die Botlane legen als im letzten Spiel. Six wäre noch offen. Ist natürlich immer recht anfällig, wenn man ihn so früh pickt. Auf jeden Fall. Mal sehen, was man da wählen wird. Jarvan sollte halt der Standard-Pick für Agurin hier wieder sein. Oh.
Damit hat Kevin zum Beispiel beim King of Spano ordentlich rasiert und Urgot ist halt aktuell einfach ein extrem starker Pick. Naja, wenn wir jetzt angucken, Arthrox noch offen, Irelia noch offen, Akali noch offen, Cassio wäre halt eine gute Antwort auf Urgot, die ich mir hier halt durchaus vorstellen könnte, wenn Scarface halt eine Cassio in petto hat. Aber ich vermute, es läuft halt aufs Arthrox-Urgot-Matchup hinaus. Alissa wird jetzt erstmal nachgezogen. Da, oh, nee, würde er nicht. Thresh finde ich auch ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin. Die Pick-Möglichkeiten sind da halt sehr hoch. Du hast auf Level 1 halt schon auch bessere Möglichkeiten meistens, was gegen die Gegner zu tun. Das, was ich halt bei Thresh wirklich noch besser finde, er bietet halt auch noch diese Peel-Möglichkeiten. Ja. Er bietet halt nicht nur das All-In und geh auf den Gegner, sondern er kann halt dem eigenen Team auch dabei helfen, sich zu repositionieren, was halt schon ein echt wichtiger Faktor sein kann. Du kannst Fehler deines Teams auch etwas leichter ausbügeln, ne? Durch die Lantern, wenn sie denn genommen wird. Da gab es ja beim King of Spandau einige Calls. Gerade in dem, ich glaube, war es im Triad oder war es in dem, ich glaube, es war im Triad. Oh, Six. Six Botlane. Brücke auf Six. Winning Condition ist da. Diesmal mehr Tempo bei ESG und ich glaube, das war eine Sache, die mir im letzten Spiel nicht so gut gefallen hat. Sie hatten zwar wunderbares Scaling überall, aber nur den Jungle, der sie halt praktisch im Early- und Mid-Game im Game gehalten hat. Und mit Six hast du halt vorher schon Möglichkeiten. Und jetzt weißt du halt auch, warum du quasi einen Champion mit in der Hinterhand hast, der dir hilft, dich zu repositionieren. Ja. Weil Six will halt einfach bis hinten stehen, will halt reinbomben im wahrsten Sinne des Wortes. Und du sollst ihn halt niemals erreichen. Und das ist mit Thresh natürlich viel, viel besser gegeben als mit Alistar. Ja, nächste Bannrotation läuft jetzt. Das Skarner wurde rausgenommen und wir haben jetzt noch jeweils, beziehungsweise insgesamt noch drei Banns offen. Scarface darf jetzt erstmal nachziehen für sein Team. Und es wird Vel'Koz, ja, auch da sehen wir natürlich das ein oder andere Spiel von No Way, wo er sehr, sehr stark auch mitcarried. Ja, du musst halt die Poke-Kombo jetzt hinein, ne? Wenn du halt schon Six mit dabei hast, willst du halt alles, was viel Reichweite hast, noch aus dem Spiel raushalten. Nicht, dass du nachher halt unterm Turm stehst und von allen Seiten zugebombt wirst. Der letzte Bann, der obliegt jetzt nochmal, Scarface muss sich da entscheiden. Ich überlege gerade, was noch so Midlane-Longrange-mäßiges geben würde. Gangplank würde halt eigentlich sogar ganz gut reinpassen, ne, wenn sie denn wollten. Die Frage ist halt, wie Gangplank gegen Akali aussieht. Ja, und die Räder wird jetzt noch gebannt, die noch offen geblieben ist. Ist, glaube ich, sogar ein relativ unnötiger Bann. Ich weiß nicht, wie No Way aktuell zu Irelia steht. Ich glaube, ich habe gerade Akali gesagt, aber ich meine Irelia. Nee, du hast Irelia gesagt. Achso, okay, dann habe ich es richtig gemacht. Aber ich glaube, er spielt keine Irelia. Das wäre für ihn halt auch ein sehr merkwürdiger Stil, muss ich sagen. Also, Korki halt wäre noch offen, ziehen. Ne? John, jetzt ist man im Jungle, also man will auch für den Engage dann gehen. Ja. Auch das Engage. 6 Sekunden Dunkelheit. Ja, das stimmt. Darkness ist da. Ja. So Darkness, my old friend. Nächster Pick. Oh, Graves. Haben wir heute schon sehr erfolgreich erlebt. Und natürlich wieder ein super aggressiver Jungler, der sogar mit den meisten Picks hier von ESG gut klarkommt. Ich sehe den Graves hier nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde, mit dem Graves fehlt ihm jetzt einfach ein Engage. Weil das ist jetzt so eine Combo, die ist halt eher typisch ESG, die jetzt gerade aufgebaut wird. Also die letzte Combo war für sie schwieriger durchzudrücken, weil sie halt nicht ganz ihrem Typ entsprochen hat. Also sie hatten halt weniger dieses Backkite-Phänomen mit drin und kommen halt aus der Backline zurück, um den Gegner zu punishen. Sondern sie brauchen jetzt halt wirklich Engage, um halt diese ESG-Combo zu zerbrechen. Ich habe mir, also ja, das Sonder geht. Und da hatten wir jetzt diesen Engage-Faktor noch etwas mehr, den du eben angesprochen hast. Du kannst halt reingehen mit der Klaue, kannst die Leute dann festhalten, kannst dich selber ulten oder eins der wichtigsten Ziele vom Gegner. Vor allem hast du halt die sichere Möglichkeit auf Level 6 gegen Nocturne, dass er dich nicht so leicht engagen kann. Ich bin gespannt, auf welche Lane sie geht. Ich glaube, es wird tatsächlich eine Lissandra Top-Lane werden, um mal gegen Urgot anzutreten. Das ist für sie halt das bessere Matchup. Beziehungsweise für Akali eigentlich das bessere Matchup, wenn sie nicht den Urgot auf der Lane hat, weil der ist für sie tatsächlich ziemlich schwierig zu kontrollieren. Ja, letzter Pick jetzt. Man braucht noch hier was auf No Way. Ich meine, er könnte theoretisch sogar Six spielen, aber das ist eher so ein Brücke-Pick und deswegen gibt es jetzt hier nochmal einen Victor oben drauf und den hat der gute No Way auch schon erfolgreich gespielt. Ja, das wird dann wahrscheinlich jetzt aber auch kein Klepto-Victor werden. Hier ist man halt auch nicht so auf den Teleport mit angewiesen. Ich bin gespannt, ob die Lissandra jetzt Mitte geht. Also wenn Lissandra Mitte ist, muss er auf jeden Fall Clans mitnehmen, aber danach ist der Engage quasi hinfällig. Das sehe ich auch als Problem. Also die Kombo, die mir halt eben bei SK so gut gefallen hat, die sehe ich hier nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja, mal schauen. Meine Damen und Herren, also beide Teams sind jetzt hier wieder komplett. SK Gaming führt mit 1-0 in dieser Series und sie könnten jetzt mit einem 2-0 davon ziehen. ESG hat aber jetzt hier nochmal die Chance nachzuziehen, um hier das 1-1 zu sichern. Damit wären sie dann in 2 Wochen in Folge mit einem 1-1 hier raus. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause, dann sehen wir dieses Match und danach hören wir sogar noch Spieler davon. Also ich wünsche euch viel Spaß und gleich kommentieren bei Hab mit Bart und Eis und eine Waffel. Viel Spaß!
Da sind wir wieder. Ja, sogar in-game direkt, wenn die Kamera hier, ne? Da. Nee. Hä? Ah. Da. Okay. Ja, gut. Ne? Hat ein bisschen gedauert. Oh, lass den Eis nochmal blöd dastehen, ne? Wie er sich gerade im Auge rumpopelt. Dafür haben wir aber auch das richtige Overlay. Immerhin. So, ESG, diesmal mit einer etwas anderen Kombo. Diesmal etwas aggressiver und vor allem auch wieder mit sehr starken Picks, muss man sagen, über den Urgott logischerweise und mit einem Comfort-Pick. Also die Reichweite von ESG ist ja wirklich wieder insane. Der Six und auch Victor mit dem Laser war halt wirklich gute Reichweiten. So rum ist auch wieder der Klepto-Victor in der Mitte geworden. Das ist gegen die Sandra vertretbar. Die Sandra selber hat auch eher eine geringere Reichweite, kann halt mit dem Q ein bisschen länger poken. Aber der hat auch einen gewissen Cooldown im Early, da kannst du als Victor mit Klepto gut arbeiten. Er hat sich auch für die Läuterung entschieden. Ich habe es ja vorhin schon mal in der Voranalyse angesprochen. Ist gegen Lissandra ein ziemliches Muss mitzunehmen. Und wiederum bei Lissandra, muss ich sagen, bin ich kein Fan unbedingt von dem Aftershock. Denn Aftershock ist halt cool, wenn Matchups nicht reinspielen, wenn du dann halt tanky wirst. Aber Aftershock auf Range ist für dich halt kaum verwertbar. Und deshalb hier an der Stelle, naja, so ein kleines Fragezeichen. Ich glaube, das hat man hier gewählt, einfach um später wirklich die Sun als Engage nutzen zu können, weil Engage hast du vorhin noch so ein bisschen bemängelt. Ja, aber du ultest dich ja selbst dann. Also für den Engage-Szenarien. So hast du halt aber, glaube ich, auch die Option, wenn du reingehst, die Leute halt verrot setzt, also festhältst, danach halt vielleicht ein gegnerisches Ziel zu holen. Nee. Das kannst du machen, wenn du Stunden hast. Wenn du halt direkt Follow-up hast. Das machst du, wenn du Stunden hast. Ja, genau, genau. Aber da bist du ja unabhängig vom Aftershock. Ah, stimmt schon. Also ich muss sagen, in dem Szenario gefällt mir Aftershock überhaupt nicht so gut, wie es wahrscheinlich sollte. Aber zumindest, und das ist halt der einzige positive Aspekt an dem Aftershock, hat er die Möglichkeit später halt auf die Urgott-Lane zu gehen. Denn gegen Urgott macht Aftershock zum Beispiel Sinn. Aber Victor hat ja halt eine relativ angenehm, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber eigentlich ruhige Lane. Also gegen Sandra verlierst du eine Lane relativ schwierig. Ja, wenn wir uns die anderen Matchups anschauen, hast du halt unten mit Ezreal, Alistar, zwar schon Engage vorhanden auch über Alistar, wirst aber, wenn Six erstmal im Game drin ist, trotz allen Probleme haben, an diesen Six ranzukommen. Und der wird, glaube ich, hier auch so ein bisschen der Keypunkt werden. Der Nocturne wird halt immer deine Backline diven, dann kommt der Six Ultimate hinterhergeflogen mit dem Schaden dazu. Ja, und dann war es das auch schon mit deiner Backline. Viel mehr halten die da halt nicht aus. Während Victor quasi in der Lage ist, die Tanks in der Frontline zu zerschreddern. Wenn da halt über Tanks vorhanden sind und man davon reden kann. Denn Victor ist der scalende, ich sag mal immer so schön, DPS-Faktor, der halt später auch diese kontinuierlichen Schadenswerte mitbringt. Letzter Klepto, beziehungsweise letzter Crafting Potion Stack jetzt hier nochmal ausgelöst von No Way. Während der Kampf Sandra um den Blue Buff, den bekommt man hier durch den Smite nochmal. Scarface wird da sogar gefeiert, sucht seinen Heil in der Flucht und sollte sich da auch zurückziehen können. So schnell ist Nocturne dann auch wieder nicht. Vor allen Dingen hat er halt keinen CC außer dem 4. Kann ihn da nicht wirklich weiter zurückdrängen, aber es gibt Ente die Möglichkeit, hier Toplane weiter ran zu pushen. Scarface, du wirst auf jeden Fall aufpassen, will sich jetzt unter den Tower retten und schafft das auch glücklicherweise. Wave Clear von Akali ist hier nicht hoch genug, deswegen kann Mente einfach so an der Wave vorbeilaufen, unter dem Turm durch. Aber Urgott natürlich schon ein ziemlich guter Pick, weil er halt eben später so tanky wird. Also da werden wir nicht dieses Matchup wie vorhin erleben, wo Akali einfach weiter immer wieder raufgehen kann und durchpushen kann. Oh, das ist ein guter Gedanke. Starke Kombo. Bisschen unglücklich, dass das First Blood an Alistar geht, aber sehr, sehr schöner Roam. Man löst sich halt einfach, weil in der Botlane, es gibt nichts zu holen. Gegen Thresh, Six kannst du zum aktuellen Zeitpunkt nichts holen, aber der Midlane, Victor, kannst du halt schon viel, viel eher bestrafen. Und No Way ist nicht schnell genug Flash. Die Kombo von Alistar muss er direkt flashen, wenn er da überleben möchte. Oh, Frenic, wenn er da rechtzeitig Arguin sieht, dann kann man das sogar fighten. Oh, starker Flash von Arguin. Wird man hier gefeiert und auch abgeholt. Lissandra und Alistar beide auf dem Weg. Arguin läuft hier nochmal in den Zauber, wird den Kill da höchstwahrscheinlich an Braves abgeben. Frenic also mit dem zweiten Kill für SK, wenn auch indirekt. Und Alistar, ja, hat nochmal mehr Zeit verbraucht, deshalb versucht man auf der Botlane jetzt aggressiver vorzugehen. Glücklicherweise hat Kidui direkt die Wave, hinter der er sich verstecken kann mit einem Hook. Wäre das da nochmal deutlich komplizierter geworden. Scarface hat wahrscheinlich die unangenehmste Laning Phase aktuell. Oh Gott. Das ist auch wirklich ein sehr ekelhafter Laning-Gegner. Er kann sich als Kontrahent momentan Lane-Pusher-mäßig durchsetzen. Ja, und aufgrund des Alistars, der halt nicht mehr auf der Botlane zugegen ist, kann man hier jetzt natürlich von der SK-Seite aus auch wenig Druck aufbringen. Und das nutzen Brücke und Panda, um hier direkt durchzupushen. Das ist jetzt noch okay. Sollte Alistar später noch für solche Roams gehen, kann es teilweise sein, dass Kills auf No Way nicht mehr worth sind. Ja. Weil du in dem Moment halt mit Six auf der anderen Seite so viel vom Turm bekommst und so hart pressuren kannst, dass die Objekte halt viel mehr für dich wert sein werden als die Kills.
vor allem natürlich fürs gesamte Team, muss man dazu sagen. Ne? Man kann Brooklyn natürlich auch wieder mit dem Lane-Swap auf die Top-Lane schicken, dort das Gleiche machen. So wird man auf jeden Fall Druck aufbauen können. Und gerade im Verhältnis zum letzten Spiel wird das deutlich mehr sein. Botlane trotzdem Kidui weiter dabei, fleißig zu poken. Und die W macht es der Brooklyn hier auch ein bisschen unangenehmer, was die Trades angeht. Zumindest die neue von Kidui. Trotzdem ist man da nochmal rausgekommen. Das ist immer sehr wichtig. Das auch hier in diesem Matchup mit dem Hextech Flash. Dadurch noch mehr Engage und Eröffnungsmöglichkeiten für ihn. Gerade auch im 2 gegen 2. Graves jetzt gerade auf dem Weg Richtung Botside. Frederick wird sich da höchstwahrscheinlich bald um seinen Rap-Buff kümmern, sobald er respawned ist. Ja, Brut braucht halt unbedingt einen Backbot. Ne? Der will wahrscheinlich direkt die 1300 Gold mitnehmen, um sein Last Chapter zu haben. Und wird mit dem Teleport dann relativ schnell auf die Lane zurückkommen. Ab dem Last Chapter wird es für Asuin nochmal ein bisschen unbequemer. Weil Six ist halt aktuell auf der Lane bloß dadurch limitiert, dass er halt kein Mana mehr zur Verfügung hat, um halt viel zu spammen, dadurch viel zu pushen. Und genau das werden sie jetzt halt auflösen. Ah, Nocturne Ulti, der hat Level 6 erreicht, jetzt nochmal der Hook. Und damit versucht man sich hier die Kuh nochmal zu schnappen. Wird das auch auf jeden Fall schaffen, Brücki. Mit dem Kill an Doss. Und auch wenn der ist runtergekommen, was nicht zwingend nötig gewesen wäre. Natürlich unschön, dass man den Teleport so verbraucht. Ja, ich denke auch, der Teleport war da ein bisschen Overkill. Man ist aber davon ausgegangen, dass auch Graves noch in der Nähe sein könnte und will halt einen möglichen Turn verhindern. Lissandra jetzt unterwegs in die Flanke vom Turm. Der Turbot steht, Agorin, da riecht das noch nicht. Oh, das war stark gemacht mit dem Flash hinterher, dann kommt noch... Oh, die Lantern, aber dafür ist sie da. Jetzt nochmal der Hook und nochmal ein Teleport. Vielleicht kann man das hier sogar nochmal drehen. Brücki ist auf dem Weg. Hätte man jetzt den Urgott gehabt, hätte man noch deutlich aggressiver vorgehen. Ist die Lissandra Ultimate gerade in die Nocturne Spell Shield reingegangen? Ich glaube ja. Ich habe ja bloß gesehen, hey, wo bleibt denn die Ultimate? Sie ist ein Spell Shield. Auf einmal kommt keine Ultimate mehr. Ich glaube, sie hat Tatsache ihre Ultimate in Nocturne Spell Shield reingesetzt. Weil normalerweise war der Play gut vorbereitet und das darf Agorin da nicht überleben. Exec Flash ging eher in den Busch. Da hat sich No Way doch nochmal rechtzeitig auf Distanz begeben. Und 2:2 für ESG. Sieht schon mal etwas besser aus als im letzten Spiel. Noch im letzten hätte man länger halt durchhalten müssen. Also einfach gegen die kommen und nicht gegen, aber diesmal kann das funktionieren. Das ist sehr entspannt. Kleiner Teleport, den Advent Air ein bisschen verschwendet hat, das war jetzt nicht ganz so schön. Aber letzten Endes, auch durch die ganzen Flashes, die man nochmal bekommen hat, vor allen Dingen auch von Source Perfect, werden halt alle Lanes gerade halt erleichtert zu spielen. Und ESG kann sich halt relaxed ein bisschen zurücklehnen, kann halt einfach ein bisschen Wave clearen, was ihm da wirklich zugutekommt. No Way hat halt durch den Gank auch extrem viel Potenzial verloren in der Mitte, weil er halt beim ersten Backport nicht direkt sein Passive-Item ausbauen könnte. In der Midlane spielst du halt nicht auf den Q-Max-Victor, sondern halt immer noch auf den E-Max-Victor und versuchst dir halt die zweite Laser-Instanz so schnell es geht zu holen, um halt Wave clear zu haben. Kannst du Pressure aufbauen, kannst du halt derjenige sein, der Prio bekommt und damit halt auch derjenige sein, der halt als erstes zu einem Team weiter zustößt. Haben nichts gesagt, wieso spielt er denn mit Q-Max? Okay, er spielt mit Q-Max. Er spielt nicht mit der E-Max-Variante. Hätte ich in der Midlane echt nicht gedacht. Würde mich mal interessieren, was dahinter steckt. Können wir nachher vielleicht ja Teamkameraden fragen? Ihn werden wir nicht direkt im Interview haben. Nochmal Hook auf der Botlane. Ja, da versucht man jetzt einfach Eröffnung für kurze Trades zu finden. All-in wird man mit dem Hook wahrscheinlich nicht schaffen. Aber mehr braucht man an der Stelle auch gar nicht. Und schafft es glücklicherweise, Six aufzuhalten. Er kann den Tower noch nicht großartig angehen. Trotzdem wird es so langsam aber sicher unangenehm. Und so ein Six braucht halt nur eine gute Möglichkeit in der Mitte. Schön reagiert mit der Klaue von Lissandra, die hier diese nutzt, um einfach aus der Reichweite der Victor Ult rauszukommen. Der Skin von Six ist halt einfach... Ja, ist gut designt. Immer dieses Quaken, wenn du die W nutzt. Wenig schlecht. War, glaube ich, auch der erste Poolparty-Skin, ne? Den wir jemals hatten. Da kamen ja einige in einem Satz quasi raus. Ja, aber ich glaube, den gab es vorher schon. Echt, ja? Ja. Ich glaube, der hier war der erste und die anderen kamen dann halt in diesem Wandel. So, das haben wir jetzt mit dem Teleport wieder Richtung Mitte. Sie hat zwar Ultimate parat, aber No Way ist halt, solange er seinen Cleanse parat hat und den Flash dazu, wirklich nicht einfach zu ganken. Also da müssen sie so wirklich zu dritt kommen. Alistar hat wahrscheinlich den härtesten Engage, weil du halt die Knock-Ups eben nicht glänzen kannst. Das Lissandra Ultimate selber ist halt keine Suppression, sondern das Lissandra Ultimate ist ein Stun und die kriegst du halt zum Glänz runter. Oben läuft es noch relativ ausgeglichen. Hextrinker als erstes Item für Ventair. Scarface kann sich da auf jeden Fall gute Trades mitnehmen. Hextech, Gunblade ist noch nicht ganz fertig.
Maxech Gunblade wird es halt für Ugot noch ein bisschen unangenehmer werden, gerade wenn er von Anfang an halt sehr defensiv gebaut hat. Er hat noch nicht viel Leben, ein paar Magieresistenzen und halt nochmal diesen kleinen Schild, den er vom Hexträger extra bekommt, wenn er halt in den kritischen Bereich reinkommt. Skar muss sich hier gerade nochmal zurückziehen auf der Botlane, konnten da keinen richtigen Dive durchbringen. Bisher schafft es ESG auf jeden Fall ein bisschen langsamer, das Ganze anzugehen. Und was nochmal dazu kommt, das hast du auch schon angesprochen, mit dieser Kombo kann ESG deutlich besser dieses Backkiting durchbringen, was sie eigentlich auszeichnet. Auf der Botlane jetzt die Paranoia von Nocturne, die auch ordentlich dafür sorgen soll, dass SK Angst bekommt. Denn das hier, das wird Alistair nicht überleben. Oder auch der Wave of Grace. Den wollte Panda, glaube ich, nicht haben. Ja, flasht sie am Ende sogar nochmal. Er ist real, aber extrem aggressiv. Geht er hinterher. Grace mit einem schönen Shot über die Ult. Die Lissandra-Ult, die diesmal nicht geblockt werden kann. Und damit zwei Kills für SK. Und die Möglichkeit natürlich auch nochmal selbst zu pushen. Mit einem Grace und einem Ezreal sollte das sogar gut funktionieren. Das kann auf jeden Fall den Nocturne alleine nicht verteidigen. Man hat auch keinen Teleport mehr. Das wird der erste Tower hier für SK Gaming. Ja, so schnell kann man das Ganze umdrehen. Also auch hier Lissandra wieder mit einem starken Roam. Teleport gibt ja natürlich in vielen Fällen mit dem Prio. Victor war gerade ohne Mana unterwegs, musste halt vorher in die Base gehen, kann nicht einfach nachziehen. Damit kann man sich da auch die Kills sichern. Aber auch hier muss ich wieder sagen, dieses Spiel, ähnlich wie das davor, Frenning spielt das echt stark. Beim ersten Mal, als man Botlane engaged hat mit dem Nocturne Ultimate, hat man halt Alistair bekommen und Graves waren, Frenning war so ein bisschen hinterher, war ganz kurz zu später. Diesmal war halt genau richtig da und kann halt das ganze Ding nochmal umdrehen. Denn bisher haben Brücke und Pandas halt sogar sehr offensichtlich gespielt. Sie haben sich jedes Mal nur engagen lassen von Alistair, wenn der Nocturne auch in der Nähe war. Und diesmal war es halt so weit, dass man halt trotz allem das Risiko eingeht, versucht das Ganze mit Graves umzudrehen. Das Ganze kombiniert halt mit dem Lissandra Roam, dann klappt das auch. Also hier trägt bisher das Case-Combo trotz allem Früchte. Potenzial wird hier später auch nochmal entscheidend werden. Je nachdem, wie ESG hier weiterhin vorgehen will. Catch-Potenzial gibt es bei ESG einiges. Durch den Hook halt einzelne Ziele rauszunehmen ist recht gut machbar. Und auch durch die Nocturne-Ult hat man da Follow-Up-Potenzial oder eben auch Eröffnungsmöglichkeiten. Ja, vor allem, was bei dem Hook wichtig ist, das unterschätzen immer viele, du brauchst gegen Lissandra gewisse Instant-CCs, um sie quasi für Clown punishen zu können. Wenn sie also irgendwo engagen, versuchst du halt, Soraka ist ein perfektes Beispiel. Du versuchst halt immer, als Soraka, unter die Klaue, da wo du siehst, dass sie ankommen, dieses Silence-Feld zu packen, damit eben Sandra, wenn sie ankommt, nicht instant ulten kann. Oder ähnlich funktioniert auch Flash. Du kannst quasi immer auf den Ausgangspunkt der Klaue raufhucken, um sie zu versuchen, direkt zu canceln, wenn sie halt aus der Klaue rauskommt. Ist nicht ganz so einfach, wenn du als Lissandra ja quasi mal selbst entscheidest, wann du rauskommst. Du musst als Flash halt ein ziemlich gutes Timing abpassen. Und Lissandra kann halt, wenn sie es perfekt macht, wahrscheinlich das Ganze sogar ein bisschen umgehen. Aber das ist ihre einzige Möglichkeit, halt so ein Lissandra-Engage wie eben zu verhindern. Jetzt gehen inzwischen in der Midlane mit Muruki und Panda. Die versuchen da jetzt die Lane unter Druck zu setzen. Auf der Botlane hat man den eigenen Tower verloren. Und so ohne Turm im Rücken möchtest du einen Six und einen Thresh natürlich nicht stehen haben. Also nochmal Richtung Mitte, um da den Waveglitz zu unterstützen. Auch wenn es nicht perfekt war, es reicht, sodass Lissandra hier den Turm nochmal länger verteidigen kann. Man muss natürlich bedenken, der ist jetzt gerade mal auf der Hälfte. Aber wenn er bei 25% ist, reicht das in einem Six natürlich schon, dort den Turm einfach zu vernichten und eventuell einen Tower Dive nach sich zu ziehen. Oder einfach nur ein Engage, weil der Turm wäre ja dann nicht mehr da. Ja, Panda nimmt da kurz die Kuh an Haken, aber die ist relativ unbeeindruckt von. Fehlt auch der Schaden so ein bisschen. Versucht die Gegner hier immer so ein bisschen auf Distanz zu halten. Letztendlich brauchst du Six halt wirklich nur noch kurz an den Turm rankommen lassen. Ein Auto-Tag gleich nochmal mit dem passiven Reset, denn die Passive wird ja immer nochmal ein paar Sekündchen reduziert, wenn du halt eine Fähigkeit einsetzt. Und dann halt die W-Bombe dazu und dann hast du den Turm auch schon im Eimer. Victor lässt jetzt halt in Ruhe auf der Botlane zurück. Sie haben jetzt auch die Lane zugeswappt, dass Victor gegen Akali lane kann, was für ihn halt ganz okay ist, weil diesmal ist es halt ein Victor, der nicht behind ist. Im letzten Game haben wir halt einen Victor gesehen, der halt massiv schnell behind gefallen ist und dadurch von Akali auch so ein bisschen abused werden konnte. Aber ich denke, mit dem Hexlash Gunblade birgt eine Lane ohne Turm im Rücken trotzdem ein gewisses Risiko für No Way. Hat aber da zumindest die Chance, sich mit dem Gravitationsfeld nochmal zu schützen. Vielleicht sogar, wenn Scarface einen Fehler macht, das auszunutzen gegen Venter, beziehungsweise gegen Lissandra, wird es hier eher schwer werden. Ah, da kommt der Harry. Der will sich hier einmal im mittleren Turm vergehen. Das sieht auch ganz gut aus. Hälfte vom Turm ist bloß noch da und damit ist er auch gar nicht mehr da. Ein Charge und im Eimer ist er. Oh, das ist bitter. Der kommt ein bisschen zu spät.
Der Dash ist, glaube ich, trotzdem noch durchgekommen. Da ja, ja. Nochmal Schaden am Turm anrichten können. Ja, und ESG hängt hier wieder hinterher, ähnlich wie im letzten Spiel. 2000 Gold liegt SK gerade vorne. Ich denke, beim letzten war es etwas mehr zu diesem Zeitpunkt. Vor allen Dingen hat ESG da halt, was die Kills angeht, nicht so gut. Oh, Sandra. Jetzt guckt man sich immer wieder hier die Top-Lane. Da kannst du halt so Gold wenig gegen machen. Und wieder kriegt Dost den Kill mit. Ich finde aber auch, in diesem Game ist SK halt wieder viel, viel besser im Teamplay und in den Rotations. Ja. Sie swappen das halt auch so intelligent, dass sie quasi erst für die ganze Zeit gegen Ugot lane lassen. Sie holen sich in der Mitte Prio und können halt aus der Midlane Prio aus die trotzdem safe Toplane rotieren und kriegen dadurch nochmal den Kill raus. Jetzt verlieren sie zwar den mittleren Turm. Ah, das ist ein bisschen riskant. Deshalb hat kein Ultimate mehr. Nocturne unterwegs. Ah, Tower Dive will man auf jeden Fall durchbringen. Die Bombe und damit auch der Kill am Ende nochmal für No Way. Glücklicherweise konnte man die Tower-Aggro da sogar nochmal abgeben. Kriegt jetzt hier auch auf jeden Fall den Turm. Und das ist der zweite für ESG, denn in der Midlane hat Brück hier inzwischen den Turm einreißen können. Da muss Sagurin ein klein wenig aufpassen. Der Schaden von Akali ist dann doch etwas zu mächtig. Ich frage mich gerade, was Agorin davon wollte. Backporten. Da gab es ja nichts mehr zu holen. Shop. Das ist halt einfach ohne Wave, die da war, ohne ein Camp, das er hätte nehmen können. Einfach nach vorne gelaufen mit einem Drittel Leben. Wurde hier von Scarface auch sofort bestraft. Zu Recht. Wohlgemerkt. Da war halt Aufwand und Nutzen nicht so wirklich gegeben. Ja, trotzdem finde ich eine schöne Antwort von ESG, weil sie ja den mittleren Turm aufgeben mussten gegen den Herald, was halt nicht vermeidbar war. Danach die Gegner halt alle Richtung Toplane rotiert sind, das haben sie ja erst spät gesehen. Aber dafür haben sie halt die Antwort mit der Rotation Richtung Botlane gefunden. Und sie haben quasi den mittleren Turm dafür bekommen, den unteren Turm auch noch. Und letztendlich, dadurch, dass No Way halt ganz schnell geschalten hat und wusste, okay, die Sandra hat gerade geultet, um jemanden zu catchen, konnte er zusammen mit Agorin auch die Sandra nochmal punishen. Was das Ganze halt all in all, glaube ich, für ESG sogar besser ausgehen lässt. Kommt hier nochmal den Drachen. Diesmal ein Meeresdrache, also nicht die perfekten Drachen für SK. Auch im letzten Spiel waren es halt hauptsächlich Winddrachen insgesamt. Aber nochmal ein Bonus, den man natürlich for free dazu bekommt. Und wenn du längere Belagerungssituationen hast oder Split pushen willst, was hier mit der Akali auf jeden Fall machbar wäre, dann hilft dir auch nochmal die zusätzliche Regeneration. Mitte Brücke hier einfach dabei, die Wave zu clearen. Er hat hier einfach den Vorteil, dass er so hohe Reichweite besitzt. Und recht sicher sich um die Vasallen kümmern kann. Ja, da wird auch ein Alistar halt die Zahn ändern können. Ja. Da musst du halt wirklich irgendwann mal ungesehen in die Flanke kommen. Ja, Scarface mit dem nächsten Engage-Versuch. Nocturne Ultimate ist da. Kann er noch so lange unsichtbar sein? Oh, das ist bitter! What? Er wird von dem Sogfeld von Victor in die Mitte gezogen, wird sichtbar. Nocturne kann ihn ulten. Bei mir sah es gerade so ein bisschen so aus, als wäre es eigentlich schon ausgelaufen. Aber ich glaube, das war einfach das. Was sagt denn Ultimate? Das Gravitationsfeld. Aber ich glaube, ich habe einfach nur. Ich glaube, ich bin einfach nur blind. Ich glaube, das war der letzte Tick davon noch. Ja, ja. Also, es war schon fast verschwunden. Der letzte Tick saugt die dann quasi nochmal rein. Da ist natürlich blöd gelaufen. Er hat es eigentlich schön gespielt. Versucht sich zu lange zu verstecken, bis das Nocturne Ultimate einfach ausläuft. Dann bekommt jetzt dadurch auf der Botlane auch die Tier 2 Tower. Mitte. Glücklicherweise die Ult von Urgot geblockt, mehr oder weniger freiwillig von Frenic. Der Turnversuch aber auf dem Urgot nicht die beste Idee. Lissandra hält sich nochmal ein klein wenig. Source muss aber gucken, dass er da irgendwie rauskommt. Botlane, Leute! Und Akali ist schon mal auf dem Weg, den Botlane Tower zu verteidigen. Aber den Trade wird hier auf jeden Fall ESG gewinnen. Scarface. Keine Möglichkeit, auf No Way direkt zu engagen. Also das war gerade eine ganz schlechte Idee von Source Perfect. Er hat halt nicht darauf geachtet, wenn er spielt ja selber mit Spellbook. Und er hat halt direkt auf Clans gewechselt. Und er wastet halt sein gesamtes Potenzial auf den tankigsten Champion im gesamten gegnerischen Team, der zu all dem auch noch den einzigen, okay, Noel hat halt auch einen Clans mit dabei, aber einen einzigen Summoner besitzt, womit er sich halt gegen sein Ultimate wehren kann. Na, und das versucht man natürlich direkt zu turnen. Ich denke sogar von ESG nicht ganz perfekt gespielt, wenn er in dem Moment als Ezreal halt nach oben gebounced wird, sofort ultet und nicht erst versucht hinterher zu ulten, dann können sie mit der 6 Ultimate und dem Stow von dem Ugot Ultimate wahrscheinlich sogar sofort den Kill bekommen auf Ezreal. Okay. Ah, jetzt hat er kein Gravitationsfeld mehr. Hat zwar die Ult und auch nochmal guten Damage, wie man sieht, und kriegt Outplayed. Da hat Akali sich selbst überschätzt. Ja, Scarface, letztes Game sah ja ganz gut aus, aber hier, wenn du nicht an Victor dranbleiben kannst, kannst du halt auch den Fight nicht gewinnen. Na, Akali hatte leider nur die Melee-Range. Und noch die Dashes, auf jeden Fall. Es hat einfach dieses insane Kite-Potenzial. Er hat Mercury Boots mit dazu, also ist halt schon nicht untanky. Auf der anderen Seite ist halt Akali diesmal auch nicht so weit vorne. Wie gesagt, Victor, wenn er even bleibt, hat er schon seine Möglichkeiten zu wehren. Erst wenn er zurückfällt, wird es halt sehr, sehr schwierig, gegen Akali durchzusetzen. Ja, und damit ESG jetzt immer wieder mit kleineren Trades, die sie halt gut mitnehmen und dadurch jetzt auch goldtechnisch ausgleichen. Jetzt muss sich SK langsam was einfallen lassen. Ich glaube, das wissen sie auch selber, dass sie jetzt so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand stehen. Klingt komisch, weil es ja ausgeglichen ist. Aber ich denke, dieser Six und dieser skalierende Victor kombiniert mit Nocturne Ultimate und einem Urgot in der Sidelane werden es jetzt richtig schwierig machen.
Und das Schöne ist ja auch, du hast jetzt dieses Potenzial, was ESG ja unbedingt haben möchte. Deshalb passt auch eine Nocturne so gut in ihre Combo rein. Oh, wow, der Hook. Der ist böse und das Catch-Potenzial, von dem ich vorhin geredet habe. Aber warum? Kein weiterer Follow-up. Ah, deshalb. Bis auf den Nocturne. Die Six-Hold reicht dann nochmal für den Kill und wieder ein Hook, der hier hinterher geht. Damit der zweite in diesem Fight und der Zauber ja. Einfach. GG. Brook ja. Geht, wo er will. Ja. Ja, ich habe jetzt kurz überlegt, so, okay, Nocturne geht für ein Suicide, weil es relativ klar war, dass Nocturne dort sterben wird. Aber die Teleport-Flankierung hat da natürlich viel ausgemacht. Dass dort von unten noch Urgot und Victor zusammen mit reinpreschen können. Und damit kann man hier das bessere, oder den besseren Trade auch wieder erzwingen. Also wieder ein ganz schöner Play von ESG. Oh. Nice Gameplay. Ja, Urgot lacht sich halt über den Schaden kaputt, ne? Das ist halt Lissandra, die hier. Zusammen mit dem Road of Ages ja, angefangen. Er wird jetzt vielleicht ein bisschen zu greedy. Ah, da kommt vor allem der Teleport von Akali und das könnte halt den großen Unterschied machen. Er muss hier flashen, wenn Ter kommt ihm aber entgegen und mit der Klaue kommt man da sogar nochmal über die Wand. Brücke jetzt auch zur Stelle, man hat lange durchgehalten, aber da war man dann etwas zu übermütig. Selbe Frage wie vorhin bei Agurin, ja. Warum tut er das? Warum geht er da oben hin? Er hätte ja nicht mal mehr einen Ult gehabt, um da halt im 1 gegen 2 kämpfen. Also er kommt ja niemals an jemanden ran. Also klar, er kann nicht sterben gegen die beiden, aber er riskiert halt einfach, dass genau das passiert. Ein Teleport kommt halt in seinen Rücken und man bestraft ihn dafür. Ein bisschen unnötig. Aber trotzdem denke ich, hat Urgot gerade gut unter Beweis stellen können. Wie denkt er? Ah, jetzt verstehe ich. Ich glaube, er wollte oben so lange und so hart dranbleiben, damit Victor unten Zeit bekommt und Victor quasi für den Turm gehen kann. Den Teleport zu bekommen wäre hier auch super gewesen, aber wie schon gesagt, er hat sich halt einfach ein bisschen zu überschätzt. Oh, no way. 1 gegen 2, aber er muss sein Ultimate kontrollieren. Er schickt jetzt sehr, sehr spät wieder weiter. Jetzt sieht man halt auch nur teilweise, wo er sich aufhält. Akali versucht hier hinten rauszukommen. Ein Auto-Tech-Q reicht damit. Ja, den nimmt er auch noch mit. Schönen Dank, Scarface. Verstärkten Auto-Tech getroffen. Laser geht durch und damit nicht nur die 2 Kills, sondern auch nochmal ein Tower für 6 gerade auf der Top-Lane. Und jetzt sieht es so aus, als könnte ESG das Game endgültig drehen. Und sie haben auf der Premier Tour ein Spiel Anlauf gebraucht. Sie haben auch in den meisten anderen Begegnungen, muss man sagen, in letzter Zeit immer ein Game Anlauf gebraucht. Aber ab dem zweiten sah es immer deutlich besser für sie aus. Die Team-Kombo steht ihnen hier halt einfach wieder mehr. Da hat man Clans einsetzen müssen, wurde aber trotzdem abgeholt. 800 Gold auf Alistar. Gut. Unglücklich gelaufen mit dem Shutdown. Aber ESG versucht mal jetzt für Nashor zu gehen. Es ist jetzt nicht so schnell mit dem Nashor, ne? Da hat man noch eine gewisse Zeit. Ich bin mal gespannt, wann SK das checkt. Also bisher haben sie noch nicht so die Ambition, Richtung Nashor zu marschieren. Graves wartet sehr lange, ist doch dabei, die Raptoren, glaube ich, da unten in Ruhe zu machen. Aber ESG brechen ja ab. Das ist ihnen doch zu riskant. Und ich denke, das war auch ziemlich heiß, diesen Nashor dort durchzuziehen. Der resettet jetzt in Ruhe. Aber trotzdem hat man unten schon mal den Libido freigelegt. Also No Way auch in diesem 1 gegen 2 extrem dominant gewesen. Und Victor scheint wirklich sein Comeback zu feiern. Ja. Also auch im letzten Game, Victor extrem stark. Fällt mir auf jeden Fall gut, dass der Champion wieder zurückkommt. Weil nicht im letzten wurde er abused, das Game davor hat, was er gesehen, wo er halt 1v2 gefightet hat. Aber auch allgemein auf den Worlds zum Beispiel feiert er auch sein Comeback. Und ich hätte gerne einen Spieler wie Crown zum Beispiel mit Victor gesehen, aber der ist hier jetzt schon ein Weilchen ausgeschieden. Was eigentlich sehr schade ist, ne? Für SK wäre schade, wenn sie Baron hier abgeben würden, deswegen versucht ihr es geht, das auch zu verhindern. Oh, 6! Doktor, aber kein Ziel! Und damit nicht nur der Baron für SK, sondern auch direkt nochmal ein Kill. Jetzt versucht man das Ganze weiterhin zu drehen, wenn Ter wird hier nochmal festgehalten. Der Hook geht diesmal daneben, damit der zweite, man geht nochmal weiter rein. Knock-up auf dem Thrash, von der Seite allerdings No Way, der hier nochmal sehr viel Schaden mitbringen kann. Holt sich den Double Kill, will den Triple, geht dann noch hinter Soss hinterher. Die Ult von ihm inzwischen ausgelaufen, aber er hat einiges an Movement Speed und er ist noch nicht fertig. Panda im Gegensatz, der wird abgeholt. Und No Way! Kann er hier vielleicht noch mehr rausholen? Da kommt der Turn-Versuch nochmal so ein bisschen angetäuscht über die Klaue. 3 Kills zu ihm und es hätten 4 sein können, wenn man da mit einem verstärkten Auto-Tag an Soss gekommen wäre. Es ist ja wirklich gerade No Way 1v9. Flash hat er leider noch nicht parat gehabt. Ah, da werden sie ordentlich durchrasieren. Victor's Late-Game ist halt insane. Ja, super stark. Dax sind mittlerweile auf 10 Stacks auch unterwegs. Niemand kann ihn halt wirklich bedrohen, weil dazu der Schaden bei SK fehlt. Aber er kann halt auch nicht alleine bedrohen. Er muss halt irgendwie noch ein bisschen mehr kommen. Nashors Situation sehr ungünstig. Die hat SK gut herbeigeführt. Sie haben halt gesehen, dass sich ESG vorher zurückgezogen hat. Und sie wussten halt, okay, ESG ist angeschlagen. Also versuchen sie halt, diesen Nashor selber direkt zu pressuren. War ein bisschen 50-50. Auf jeden Fall keine klare Situation. Gerade weil auch Nocturne noch in der Lage war, halt im Ultimate, oder mit dem Ultimate, je nachdem, wie man es sehen möchte, in dieses Pit reinzukommen. Und damit halt auch die Stilgefahr gegeben war. Aber letztendlich Frenic dort ein bisschen smitesicherer unterwegs. Lane braucht man gar keinen Smite. Da reicht der Schaden einfach so von Victor. Kommt hier mit der Ult gerade so nochmal ran. Und der Laser hätte den Kill schon herbeigeführt. Am Ende bekommt man sogar nochmal Ult. Und auch Sonjas.
Heißt, ein wenig Zeit, in der Akali nochmal dazukommen kann. Auch der Rest des Teams ist auf dem Weg, aber es war ein guter Flash. Und jetzt die Frage, ob er da eventuell noch einen Kill mitnehmen kann. Wer rauskommen wird, auf keinen Fall. Reicht nicht ganz für den Kill. Shutdown diesmal für K-Dewey. Ja, aber auch nochmal DOS mit dem Flash, Scarface mit dem Flash. Das ist perfekt, der hat alles nutzen muss, um überhaupt die Zeit zu gewinnen. Und dann am Ende kriegt man No Way nochmal. Ja, ist halt gerade eine One-Man-Army. Und dann in so einer Situation schon vier Mann gegen einen schicken muss. Naja, was passiert denn später in den Teamfights, wenn halt nicht nur einer da ist? Wow. Frenic. Dead Damage, though. Ja, der Flash war auch interessant. Macht Spaß, ne? Als Urgot hat sich hier auch schon super viel Rüstung etc. gekauft. Natürlich ist einiges dabei durch den Netabi und auch Flash Shroud, aber der wird noch um einiges tankiger werden. Und trotzdem behält er diesen Execute-Faktor. Da muss man in Zukunft bei SK wirklich gucken, wo man die Prio setzt. Ein Ventair wird man nicht aufhalten können. Und auf der Botlane wurde man halt inzwischen schon wirklich weit zurückgetrieben. SG vom Gold auch immer noch vorne. Scaling-mäßig sollte man hier eigentlich trotzdem recht gute Möglichkeiten haben. Gerade über den Viktor. Und Six hat verhältnismäßig auch noch sehr konstanten Schaden, einfach wegen seiner sehr geringen Cooldowns, gerade auf der Q. Das ist dann halt auch so ein Barrel machbar. Backport hier vom Thresh. Jawohl, mit dem Lernstab mittlerweile unterwegs. 4-6 hat er zwar nochmal verloren. Dubuff, ich weiß nicht, hat er bekommen? Wollen wir gleich sehen. SW Ultimate war auf jeden Fall gut getimed. Ja, er hat ihn selber bekommen. Das SW Ultimate hat hier auf jeden Fall nicht gereicht, um den Stil herbeizuführen. Okay, und das, was jetzt eigentlich ESGs Stärke war, versucht gerade SK so ein bisschen herbeizuführen. Sie schicken jetzt Sandra und Akali in Split-Push und spielen das Ganze im 1-3-1 runter. Eigentlich hat halt ESG, da war ich ja vorhin stehen geblieben, die besseren Voraussetzungen, um dieses 1-3-1 runterzuspielen, weil sie quasi die Nocturne als Routinen Überraschungsfaktor haben. Also er kann mit der Ultimate halt immer mal spontan dazustoßen und damit natürlich das Gleichgewicht in einem 1-3-1 komplett zerstören. Sorso holt dir zumindest schon mal das Banshees von No Way. No Way, und das reicht halt für einen weiteren Engage-Versuch. Die Ult von ihm nochmal, um den Gegner lange Schaden zu machen. Und der Damage steht nicht schlecht, aber das Sandra rettet sich selbst. Und auch Grace kommt da nochmal raus. Hier, die Ult reicht nicht von Urgot. Aber nicht das perfekte Timing gerade von Akali, von Scarface, um hier zurückzukommen von Agurin, der hier fast nochmal an K-Dewey stirbt. Die Ult kommt durch, reicht aber nicht für den Kill und er hat hier sehr lange aber die Botlane, seine Position nicht geändert. Die Botlane können sie gerade nicht halten. Sie haben sich jetzt so lange mit SW aufgehalten, dass dort SK vorangehen kann. Und das war halt ein Step, da darf halt No Way nicht diesen Step nach vorne machen. Er lässt sich halt einfach nur für diesen verstärkten Auto-Attack so ein bisschen baiten. Wenn er da halt einfach nur zurückgeht, nach seinem Q, den er eingesetzt hat, ist halt alles fein. Aber dieser verstärkte Auto-Attack kostet ihn dort Kopf und Kram. Und letztendlich auch den Inhibitor. Und wenn dein Carry down ist, kannst du deine eigene Base natürlich auch nicht mehr verteidigen. Liegt zum Teil auch daran, dass der Wave-Clear von Victorio der beste ist. Und der Schaden von Brücki, der ist gut. Reicht aber nicht für die Kills. Unangenehm. Ultimate kam aber auch im letzten Augenblick. Ja. Ich glaube, der Schaden ist sogar durchgekommen, bevor quasi Alistair der Ultimate war. Er hat es nochmal knapp als notwendig gemacht. Auch dann in der Zeit im Gegner-Jungle unterwegs. Der Baron lässt noch ein kleines Waldchen auf sich warten, glücklicherweise. Denn mit den Supervasallen auf der Botlane wird es nicht ganz so leicht werden, den Baron irgendwie zu verteidigen. Du musst dich halt auf der anderen Seite der Map um die Vasallen kümmern. Wahrscheinlich wird es No Way oder Ventair, der darauf aufpassen muss. Ventair hätte hier zumindest nochmal Teleport zur Verfügung, also wird es höchstwahrscheinlich er sein, der hier die Lane zumindest weit vorne annimmt. Sein Wave-Gear ist jetzt nicht der beste, aber wenn er es so wie jetzt macht, dass er die Supervasallen halt früh aufhält, ist das komplett okay. Mein Lasher braucht halt noch ein bisschen, 1,40. Der Ende wird bis dahin zwar nicht wieder da sein, aber solange zumindest ein Teleport parat ist, kann man versuchen, das Ganze zu verteidigen. Da haben sie ja auch den Vorteil, dass sie ja über Brücki quasi noch einen zweiten Teleport mit dabei haben. Der steht jetzt auch kurz davor, Level 16 zu erreichen. Für ihn nochmal ein wichtiger Power-Spike. Ähnlich auch für Ventair. Ja, der nächste Teamfight könnte tatsächlich entscheidend sein. Für beide Seiten, wohlgemerkt. Denn auch die Basis dort von SK ist schon weit geöffnet. Der Nibito unten liegt halt auch blank. Die ESG versucht jetzt ein bisschen anders. So, sie haben halt eben sehr, sehr viel versucht, gesplittet zu agieren und den Split-Push zu beantworten. Jetzt gruppieren sie halt wirklich, um so ein bisschen den Poke auch ausnutzen zu können. Oh, Brücke macht gut Schaden. Eine Bombe auf Scarface, Viertel Leben ist eben mal so weg. Nicht zu verachten. Die Sandra jetzt allerdings mit der Flankierung. Das könnte böse ausgehen. Man sieht sie. Sie wissen, dass sie kommen. Fresh spariert sich so ein bisschen. Ja, nicht schlecht. Was haben wir vorhin schon erwähnt? Schwäche von SK aktuell. Das Spiel können sie nicht spielen. ESG bringt sich gerade in eine Situation, wo sie gleich engagen müssen. Weil unten haben sie halt eine riesige Wave, die gegen sie pusht. Und den Teamfight in der Mitte zu kollapsen, ist halt aus dem Druckwinkel, den SK sich gerade erspielt, halt echt, echt schwer.
sind die Supervasallen auf die letzte Wave getroffen. Also viel Zeit bleibt nicht. Backboard will man hier durchbringen und zumindest Sig schafft es. Der kann sich natürlich auch drum kümmern, da Brücke hier Teleport hat. Der gönnt sich da hinten erstmal die Wave. Eigentlich müsste SK jetzt versuchen, natürlich irgendwo eine Öffnung zu finden oder Richtung Baron zu gehen, um die Gegner halt wieder zu sich zu ziehen. Schaffen das aber nicht so hundertprozentig, wie es aussieht. In der Mitte nimmt Nocturne nochmal sehr weit hinten gerade gegen Cams, wardet. Könnte da sogar eine gegnerische Wave annehmen, wenn eine da wäre. Clever gespielt von SK, dass sie halt diese Formation von ESG ausnutzen, die halt nach unten rauslaufen, um halt nach oben zu gehen und halt diese komplette Kontrolle über das Nashpit zu bekommen. Sie können jetzt einfach versuchen, den Re-Engage zu finden. Alles, was sie brauchen, ist Victor. Kriegen sie Victor, werden sie wahrscheinlich auch den Teamfight gewinnen. Ist jetzt mit dem Teleport unterwegs, man versucht jetzt zu re-engage und genauso ist es richtig. Ah, der Hook trifft hier nochmal Alistair, der hält lange durch, hat auch nochmal den Double Knock-Up. Man versucht wieder von der Seite mit dem Thunder reinzugehen, verliert hier aber schon mal Frenic, wie es aussieht. Der ist im GA, man kriegt zwei Kills auf Seite von Noss. Double für Kidui und schöner Double Root. Oh, Bob Nissander, die holt hier nochmal den nächsten Six, kriegt einige Kills, aber an der Brücke nicht rankommt, am Ende fällt er aber trotzdem. Und damit das Ace für SK und direkt logischerweise der Teleport Richtung Bot. Soll es gewesen sein. Aber was war denn das für ein Victor-Flash? Du hör mal. Ist halt aufs Nissander Ultimate raufgeflasht? Ja gut, können wir mal machen. Ah, schöner Teamfight, den hier SK nochmal runtergespielt hat. Sie haben es halt genau richtig gemacht. Ich dachte erst so, wollen sie jetzt wirklich noch durchziehen, weil sie sich halt so ein bisschen zweigeteilt haben mit dem Nasher. Aber es war halt konsequent und richtig, dass sie halt diesen Nasher einfach bloß als Mittel zum Zweck nutzen, um halt mit Lissandra eine gute Position zu bekommen. Eine Frenic, der halt auch direkt in den Gage rangeht. Und für mich muss ich sagen, war Frenic heute so ein bisschen der Held, der halt wirklich SK dort zum Sieg getragen hat. Na gut, dass wir den Helden gleich im Interview haben. Ist das so? Ja. Ja, geil. Ich will nämlich auch nochmal ein, zwei Fragen stellen. Vorher sieht man aber natürlich uns beide nochmal. Na, wir müssen uns da ja noch ein klein wenig vorbereiten und gucken, dass die Spieler sich auch vorbereiten. Und irgendwie funktioniert die Maus gerade nicht richtig. Die hat auf jeden Fall gerade einen kleinen Abgang gemacht. So, jetzt ist der Score auch wieder ready. Das ist sehr, sehr schön. Ja, 2:0 für SK. Haben damit auf jeden Fall ordentlich vorgelegt. Und ESG, nachdem sie in der letzten Woche nur ein 1:1 rausholen konnten, heute mit einem 0:2. Das erste Game würde ich so verbuchen als ESG-Anfangsschwierigkeiten, die sie halt in den meisten Begegnungen hatten, auch in den letzten Best of Threes. Das zweite sah schon wieder deutlich besser machbar aus und ich fand auch die Teamkampf war besser. Also die erste, die war in der Pick-and-Bun-Phase halt schon fast entschieden. Ja, aber ich finde, dafür haben sie im zweiten halt viel, viel mehr individuelle Fehler gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also No Way war ja lange Zeit so ein bisschen der tragende Faktor, sogar das 1-2 auf der Botlane geworden. Zumindest Victor OP, man munkelt ja. Nein, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber leider hat er dann halt auch dazu beigetragen, dass halt die Fehler ein bisschen kritischer wurden. Also sein Catch, als er quasi für den Q unten auf der Botlane gegangen ist, führt dazu, dass man halt den Inhibitor verliert. Auch jetzt in der letzten Situation, ich habe das nicht genau gesehen, ich will mir das nachher noch mal in Ruhe anschauen. Haben sich ja zwei Leute sehr nach unten raus separiert. Agori war alleine und Victor hat extrem lange gebraucht, bis er zum Fight halt mit dazukommen konnte. Und da muss ich auch sagen, hat SK jetzt halt sehr, sehr gut geschafft, halt in diesem gesamten Teamfight ESG halt aus dem Ruder zu kiten, ja, wenn man das so sagen kann. Und dadurch gewinnen sie halt diesen Teamfight. Ja, wir haben immer noch keinen Panda, zumindest noch nicht. Die Frage ist, gehen wir jetzt nur mit Frenic ins Interview? Oder warten wir einfach noch ein paar Minuten und gut, gucken? Gut, mit Frenic. Okay. Kannst du gleich mal gucken, ob Panda nachkommt? Vielleicht kommt Panda ja nach. Das heißt, wir switchen mal ganz kurz aufs Interview-Overlay. Ich ziehe Frenic runter und du kannst schon mal die erste Frage stellen. Na, da ist er, der gute Frenic. Und Panda ist auch da. Perfektes Timing, beide am Start. So soll es sein. Und ich ermute mich natürlich auch. So Leute, jetzt hört ihr uns sogar. Was geht ihr mal? Moinsen. Hallo. Ja, waren zwei sehr interessante Partien. Ich möchte mal auf das erste Spiel als erstes eingehen. Für dich, Panda, vielleicht die Frage. Woran lag es bei euch? Woran hat es gelegen? Also teilweise eine individuelle Leistung von der vielen Personen, mir inklusive. Teilweise aber auch am Draft. Wir haben nicht mit dem Akali Top-Lane-Pick gerechnet tatsächlich. Wir haben gedacht, dass der in die Mitte geht und dass unser Champion-Pool da dementsprechend fein ist. Das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen. Und ich muss auch sagen, es hat einfach ihre Win-Condition sehr, sehr gut gespielt. Okay, in dem Zusammenhang, also gleich wenn wir auch auf den ersten Draft nochmal eingehen, wo siehst du dich oder wo siehst du vielleicht Victor aktuell als Pick? Entschuldigung, nochmal? Wenn wir jetzt mal auf den Draft eingehen, wo siehst du Victor bzw. Victor für euch als Team momentan als Pick? Man hat ja auf den Worlds öfter Victor Toplane gesehen. Ich denke, die Leute werden sich jetzt dann, also gerade gegen Melee-Champions, die nicht one-shotten können, ist Victor sehr, sehr gut dagegen, weil er eine sehr, sehr starke Lane hat mit diesem Q-Max und Tex-Core-Evolve-Dingenskirchen. Natürlich werden jetzt Leute halt dann herausfinden, was gegen Victor gut ist und anscheinend scheint Akali eine gute Antwort zu sein, was wir halt vorher auch wussten, aber wir haben einfach nicht gedacht, dass Scarface die Akali pickt.
Scarface auf Carry Champions, wer hätte es gedacht? Na, Frenik, wie war da die Diskussion? Habt ihr das Akali vielleicht schon explizit vorbereitet in dem Fall? Oder war es gerade so eine aus dem Bauchgefühl Entscheidung? Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr angefangen, unseren Playstyle zu ändern. Und das ist natürlich jetzt unglücklich für ESG, dass wir das genau in dem Game quasi machen, weil wir halt vorher echt nur für Bot gespielt haben, immer nur Tanks Top gepickt haben. Aber wir dachten uns, dass wir facettenreicher halt spielen müssen und da haben wir jetzt halt mit angefangen. Ja, aggressives Gameplay hat am Anfang ja auf jeden Fall gut funktioniert, ne? Gerade mit der aggressiven Teamcomp. Jetzt nochmal insgesamt so als kleine Wiederbegegnung, sage ich mal, nach der Premier Tour, war es eine kleine Genugtuung, mit 2-0 rauszugehen? Ist auf jeden Fall cool. Wir haben noch viel vor uns, though. Wir möchten natürlich vor allem in der Premier Tour, weil das da ja die Punkte für die EU Masters, wo es darum halt um ein bisschen mehr geht quasi. Aber ich denke, dass es schon mal ein ganz guter Start ist und dass man auch so ein bisschen sieht, dass wir alle uns sehr hart anstrengen und hart arbeiten. Ja, hat man natürlich auch bei ESG gesehen. Na, zweites Game sah da deutlich besser aus nochmal. Die Steigerung war auf jeden Fall da. Wie es in dem Best of 3 oder Best of 5 ausgesehen hat, kann man natürlich nur vermuten. Trotzdem, ihr beiden, Hut ab, na, habt gut gespielt. Wir haben ein paar schöne Plays dabei. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause. Ich danke euch beide schon mal fürs Interview. Ja, ihr seid schönen Abend. Fürs Erste entlassen. Dankeschön. Euch natürlich auch. Na? Und euch hier im Chat. Wir hören uns gleich wieder. Wir machen jetzt wieder ein kurzes Päuschen. Es wird 3,5 Minuten ungefähr gehen. Und dann sind wir mit der nächsten und letzten Best-of-Two-Begegnung am Start mit Ad-Hoc gegen Maus, nämlich nicht als toll. Ja. Na, bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Mach das hoch.